Ja, schon mal gut Ja, an. huhu, hier wieder beim Quali und zu einer neuen Runde Pen and Paper Rollenspiel. Wir spielen heute eine Runde Through the Breach. Ein in Deutschland relativ bis richtig unbekanntes System. Zumindest habe ich das Gefühl gehabt, jedes Mal, dass, wenn ich das die letzten Tage auf Twitter irgendwo erwähnt habe, wo es um Rollenspiel ging, fragen einmal alle: Was ist das denn? Ja, vielleicht in der Tabletop-Szene ein bisschen, also in der Figürchen-Schubser-Szene ein bisschen bekannter. Denn da gibt es ein Tabletop-System, das nennt sich Malifaux, ein Skirmish-Tabletop. Und davon ist das hier das Rollenspiel. Und ist jetzt, glaube ich, oh, ich weiß gar nicht, 3, 4 Jahre alt. Und ich habe das hier auf meinem Kanal schon ein paar Mal gespielt. Zweimal eine Mini-Kampagne und einmal in der Beta-Version, bevor das überhaupt noch draußen war. Also wenn ihr da Interesse habt, nach dieser Runde nochmal was anderes zuzusehen, dann könnt ihr mal auf YouTube auf meinem Kanal ein bisschen rumforsten und dann findet ihr da auch noch mehr Material zu. Heute mit dabei. Drei Menschen, die noch nie auf meinem Kanal zu sehen waren. Und ich habe gehört, einen vielleicht sogar auch das allererste Mal online Pen and Paper spielen, so mit live dabei sein und so. Wo fange ich denn mal an? Ich fange mal bei der Dame der Schöpfung an. Elanor spielt heute Ja, Ava. hallo, Eva. Ja, hallo, guten Abend zusammen da draußen. Ja, schauen wir mal, was Herr Koali uns heute bietet, ne? Bist gemutet, Koali. Ava ist eine Guards-Frau, ne? Ja. Das heißt eine Wachen, also eine, ja, wie kann man das vergleichen? Polizistin mehr oder weniger, ne? Ja, Polizistin, Wache, genau. Ja. Um kurz was Sowas. zum Setting vielleicht für die es überhaupt gar nicht kennen. Spielt in so einer parallelen Dimension, ja, in einer viktorianischen, angehauchten, etwas verzerrten Realität. Das, wo so ein bisschen auch so eine Goldgräberstimmung und Wildweststimmung herrscht und wo es Steampunk-Elemente gibt. Und in dieser Welt gibt es eine Kraft, die für Recht und Ordnung sorgt, das ist die sogenannte Gilde. Und die stellt halt sogenannte Guardsmen ein oder Guardswomen in dem Fall. Und davon ist Ava eine. Genau, sorgt für Recht und Ordnung in Malifaux. Genau. So heißt die Stadt. Genau. Und außerdem mit dabei, ich sag mal, das krasse Gegenteil von so einem Polizisten ist ja ein Krimineller. und der Serge ist ein solcher Krimineller und der Official God spielt den Serge. Ja, genau. Moin alle zusammen. Freue mich hier zu sein. Genau, Serge ist ein Krimineller, aber mit dem Herz am rechten Fleck. Ja, ist gar nicht so ungewöhnlich für dieses Setting, denn in dieser Paralleldimension, ihr müsst euch das so vorstellen, dass es ein riesiges Dimensionstor gibt auf unserer realen Welt, durch das allerlei, ja, ist so ein bisschen wie damals die Völkerwanderung aus Europa nach Amerika. So ein bisschen ähnlicherweise ist es auch mit Malifaux, also dieser parallelen Dimension, dass auch so ein bisschen die Leute, die so ein bisschen Glücksrittertum haben und so ein bisschen auch in der realen, also unserer realen Welt gescheiterten Existenzen, dass die ihr Glück versuchen halt in der parallelen Dimension. Und Serge ist einer, der hat sein Glück halt nicht auf den offiziellen Wegen wie Ava gefunden. Sondern eher so in den zwielichtigen Häuserecken und ist da weitaus nicht der Einzige in ganz Malifaux. Irgendwie jeder und jede hat so ihre Geschichte in dieser Stadt. Und Serge macht aber keinen Hehl draus. Das macht ihn vielleicht irgendwie. Ist er vielleicht einer der ehrlichen Leute in der ganzen Stadt. Mal gucken, ob wir einen noch, ob die Serge uns noch ein düsteres Geheimnis von ihm irgendwie mitteilt oder so. Mal schauen. Ja, dann haben wir außerdem noch dabei, wenn wir schon so ein Wild West-Setting haben, haben wir natürlich auch so den typischen,
Ja, Gunslinger, Gunfighter damit dabei, der mit den Pistolen sehr schnell hantiert und zuerst schießt und dann fragt. Das ist Balthasar und gespielt wird der von Lucchepi. Ich habe mich schon gefragt, wie du den Namen wohl aussprechen wirst, weil wir es Ist vorher das nicht schön, oder soll ich das besprochen anders haben. aussprechen? Aber sehr gut. Nein, perfekt, genau, gut so. Ja, ich bin, genau. Ja, ich bin Lukas und ich freue mich sehr, dass ich Balthasar spielen darf. Genau, wie du schon gesagt hast, der typische, ja, Cowboy angehauchte, von Kind auf an praktisch kann er mit Waffen umgehen und es hat Begeisterung für Waffen und Explosionen mitgebracht und hat auch sein Leben so ein bisschen auf den Straßen gefristet und dort seine Fähigkeiten professionalisiert, indem er halt entsprechende Aufträge im, ich sag mal, Bereich der Grauzone angenommen hat und ist ein relativ bedachter Typ, stürzt sich nicht unbedingt in Probleme, wenn es nicht sein muss, aber weiß auf jeden Fall mit schwierigen Situationen umzugehen. Also auch das Klischee des Glücksritters auf eine andere Art und Weise wie Serge, aber eben auch so, ne? Ja, so in die ähnliche Richtung. So noch ein bisschen was weiter zur Welt zu erklären. Es gibt auch Magie in dieser Welt. Das ist sogar ein Grundbestandteil der Lore. In der Real, also in der Version, in der Welt, ist auch in der realen Welt Magie vorhanden gewesen. Diese nimmt allerdings ab und die Magier der Welt haben halt dieses Dimensionentor erschaffen, um aus dieser Dimension, in der diese Stadt Malifaux liegt, Magie herauszugewinnen und haben das auch geschafft. Und dann gab es eine große Katastrophe, in dem das Dimensionentor mal wieder kollabiert ist. Und ja, also irgendwann hat es sich wieder geöffnet. Und die Gilde, also quasi das System der Rechte und Ordnung, hat inzwischen dafür gesorgt, dass sie den eisernen Griff um dieses Dimensionstor und um die Stadt dahinter haben. Dort wirklich halt mit eiserner Faust herrschen und für Recht und Ordnung sorgen. Allerdings die Bewohner von Malifaux und das Tor dann auch beschützen, und zwar vor ja, etlichen bösartigen Gruppierungen, die sich auch noch in dieser Dimension herumschlagen. Es gibt zum einen ja, die Magier, die die Gilde nicht leiden können und Recht und Ordnung für ein System der Unterdrückung halten. Und das trifft auf die Gilde auch ein bisschen zu, weil ihr könnt euch die Gilde so nicht nur als ja, der schillernde Polizist und so vorstellen, sondern eher so die Nazi-Chat-Gruppe bei der Polizei. Die sind schon ein bisschen faschistisch angehaucht und sehr, sehr machthungrig. Ja, tun einiges, damit sie ihre Stellung und ihre Vorherrschaft behalten. Vor allen Dingen gibt es in Malifaux eine Ressource und die besteht aus so kleinen Kristallsteinen, die sogenannten Soul Stones. Und in der kann man Magie speichern und auch wieder herausziehen. Dadurch kann man zum Beispiel Steampunk-Arme antreiben oder halt eigene Magie verstärken. Gunfighter, so wie der Balthasar, haben dann manchmal irgendwie, haben die in ihre Waffen eingebaut, dass die besser schießen können und alles mögliche unsinnige, merkwürdige Zeug kann man damit machen. Und die haben auch einen kleinen Twist, denn die verbrauchen sich wie Batterien, aber man kann sie wieder auffüllen und zwar mit den Seelen von Verstorbenen. Wenn ihr versteht, da gibt es natürlich jetzt ein großes moralisches Dilemma, weil, naja, was passiert denn mit den ganzen Seelen? Die Gilde hat daraus hat halt gesagt, wir brauchen Magie in der Welt, hier für Heilung und so, Krankenhäuser damit und sowas. Wir müssen ja auch für Frieden sorgen damit. Und wir brauchen diese Seelensteine und haben dann dafür gesorgt, dass so Zentren aufgebaut werden, wo die Seelensteine aufgeladen werden können, zum Beispiel neben Krankenhäusern oder Altenheimen. Und ja, so strategisch günstig, so auf Autobahnen, Unfallschwerpunkten. Also wenn es Autobahnen gäbe, die gab es zu dieser Zeit noch nicht. Wir befinden uns hier irgendwie um das Jahr 1900 herum. Aber so, naja, ihr könnt euch das vorstellen, wo man ungefähr so Zentren hingebaut hat. Überall, wo Leute gerne versterben. Ja.
Das gibt natürlich großen Knatsch und es gibt tatsächlich dann auch eine Organisation, die gesagt hat, Hunger, die Gilde, die hat da irgendwie einen Schuss nicht gehört. Erstens machen die unethische Sachen und zweitens sind die total die Unterdrücker und drittens, wir wollen zwar auch alle Magie, aber wenn, dann wollen wir die Magie doch bitte so benutzen, wie wir das wollen und nicht, wie die Gilde das sagt. Und das sind die sogenannten Arkanisten und die werden in Malifaux verfolgt wie Terroristen. Und die sind auch nicht wirklich zimperlich in der Wahl ihrer Mittel. Die schrecken halt wirklich nicht davor zurück, Unschuldige zu töten, um Terrorakte zu machen gegen die Gilde. Und da in dieser Arkanistenbewegung gibt es halt auch wieder verschiedene Untergruppierungen. Zum Beispiel gibt es den sogenannten Cult of December, also eine kultische Organisation, die sich mit dem Wintergottheit, die in Malifaux existiert, irgendwie in Verbindung gesetzt hat. Da gibt es so einen Winter-Spirit, der die Geister beeinflusst hat und mit dem sie kommuniziert haben und der ihnen Aufträge erteilt. Und ja, das ist zum Beispiel eine Sache, die gerade sehr auf der Hand liegt. Also das ist auch für euch als Charaktere jetzt gerade wichtig, denn dieser Cult of December ist gerade sehr aktiv. Wir schreiben jetzt gerade Winter und es ist gerade ein Schneesturm durch Malifaux durchgezogen, durch das Umland und auch durch die Stadt. Hat Massen von Schnee hinterlassen überall. Hat die Leute dazu gezwungen, in den Häusern zu bleiben. Überall auf der Straße kann man gerade sehen, wie große maschinenartige Roboter damit beschäftigt sind, die Straßen wieder freizuräumen. Dazwischen natürlich die Guardsmen und Women, die das erstens beaufsichtigen oder zweitens mithelfen. Oder drittens irgendwelche Sklaven, die es auch gibt. Natürlich sind es keine Sklaven, es sind natürlich Verbrecher, die zur Zwangsarbeit verurteilt wurden. Die als Schnee schippen müssen. Was ja auch noch eine sehr, sehr schöne Aufgabe ist, viel besser als in den Seelensteinminen irgendwo unter Tage dann zu verrecken und Seelensteine aufzuladen. Genau. Dann gibt es noch eine zweite Gruppierung, das sind so die Magier, die Seelensteine nutzen, um damit Untote zu beschwören. Denn der Magie sind ja keine Grenzen gesetzt, großartig. Und somit kann man auch Untote beschwören, also die Toten wieder zum Leben erwecken. Quasi die Seele, die man in dem Seelenstein gerade wieder gefangen hat, wieder rauslassen als Magie, um den toten Körper wieder zu beleben. Das hat natürlich so seine Nebenwirkungen, wer schon mal Friedhof der Kuscheltiere gesehen hat. Man weiß es nicht so genau. Und vor allen Dingen gehen in diesen Reihen dieser Nekromanten merkwürdige Gestalten um irgendwelche komischen Frankensteinartigen Professoren, die versuchen, irgendwelche Konstrukte zu erschaffen aus verschiedenen Leichenteilen, die zusammentackern und an Mischwesen aus Tiere und Mensch schaffen und so weiter. Alles ganz, ganz abgefahrenes Zeug. Und ein ganz, ganz böser, der gerade auch sehr, sehr aktiv, kurz vor dem Schneesturm sehr, sehr aktiv mal wieder war und einer der größten Verbrecher ist in Malifaux, überall per Steckbrief gesucht und nie gefasst, ist der sogenannte Mad Hatter. Seamus heißt er, Seamus der Mad Hatter. Und der hat sich zur Aufgabe gemacht, einfach wahllos auf der Straße Frauen umzubringen. Und zwar en masse. Also es ist ein Frauenmassenmörder. Stellt euch so ein bisschen vor, wie so eine Art von Jack the Ripper gepaart mit dem Mad Hatter aus Alice im Wunderland. Dann habt ihr ungefähr Seamus. Genau. Dann gibt es natürlich auch noch die Fraktion, die allen Menschen, die in diese Dimension herübergewandert sind, was Böses will. Nämlich die sogenannten Neverborn. Das sind albtraumhaftige Wesen, die Menschen erst gar nicht wahrgenommen haben. Und dann später haben sie gemerkt, so hoch, hier sind ja in den Schatten Wesenheiten, von denen ich gestern Nacht einen Albtraum hatte. Also stellt euch vor, jeder Albtraum von euch würde real werden können, potenziell, und ihr könntet dem begegnen auf der Straße. Das passiert in Malifaux. Und diese Neverborn leben halt als manifestierte Albträume und haben was gegen die Menschen, denn die sind da zu Hause in Malifaux und die Menschen sind nur dazugekommen und ja, die sollen raus. Die sind so ein bisschen
Ja, Anti-Mensch. Manche mit denen verbünden sich auch mit gewissen menschlichen Gruppierungen, um halt dieses Ziel weiter voranzutreiben, beherrschen dann Menschen oder so oder übernehmen deren Seele oder Geist oder zwingen sie in irgendwelche Blutpakte. Aber sowas gibt es halt auch in dieser Welt. Nicht, dass man viel darüber wissen könnte. Also man wird zu einem albtraumhaften Wesen vielleicht mal im Dunkeln irgendwo auf der Straße begegnet sein können. Aber naja, so richtig erzählen tut es einem keiner. Es sind immer so die Gerüchte, die unter der Hand geflüstert werden. Und die Gilde sagt natürlich, ja, das haben wir alles unter Kontrolle. Wir haben sogar eine spezielle Eingreiftruppe, die diese Wesen in Schach hält. Und solange ihr euch hier an die Ordnung hält und die Ausgangssperren hier in der Nacht halt einhaltet, dann kann euch ja nichts passieren. Wir haben das alles im Griff. Suspicious. So, der Chat fragt Seamus wie der Wrestler. Ja, ich kenne den Wrestler nicht, aber kennt den jemand von euch? Keine Ahnung. Ich kenne keine modernen Wrestler. Im Zweifel, ich habe aufgehört zu gucken, als Hulk Hogan irgendwie aufgehört hat, groß oder so. Das ist schon ewig her. Da hieß es noch WWF, da habe ich geguckt. Ich glaube, das ist so ein rothaariger, Wrestler-Verschnitt. Genau, also das ist so dieses grobe Setting. Wir können ein bisschen mal schauen, was die drei Charaktere hier so gerade in Malifaux treiben, wie sie nach Malifaux herübergekommen sind durch die Breach, wie sie ihren Tagesablauf gestalten, wie sie ihr Geld verdienen, wie sie dann so zu den Fraktionen in der Stadt stehen, ob sie die gut heißen oder nicht. Nur weil Ava zum Beispiel Guardswoman ist, heißt es noch lange nicht, dass sie irgendwie mit dem, was die Gilde macht, total hundertprozentig einverstanden ist, denn es werden auch Guardsmen und Women eingestellt, die halt das machen wollen und dafür werden sie halt bezahlt. Und irgendwoher muss man ja sein Geld kriegen, ne? Aber vielleicht kann Ava ja mal wirklich erzählen, irgendwie, wie sie so drauf ist und ob sie das alles toll findet, was ihre Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber da so machen. Ja, Ava ist tatsächlich in dieses Soldatenwachendasein hineingeboren worden, hat auch während ihres Aufwachsens schon entsprechend das kennengelernt, kennt quasi fast nichts anderes, außer eben zu kämpfen. Tatsächlich hat sie Schwertkampf gelernt und trägt auch als Waffe Schwert bei sich. Das gibt es ja auch in Malifaux, das hat auch normale mittelalterliche Bewaffnung getragen wird. Da zählt Ava zu. Sie kann man sich vorstellen, so ein bisschen wie eine Brienne of Tarth. Also recht groß, so knapp 1,75. Breitschuldrig, trägt auch einen dunklen Brigantin, also eine gepanzerte lange Jacke quasi, wo man auch nicht unbedingt sieht, dass sie gepanzert ist, neben dem Schwertgurt und einem Buckler auf der anderen Seite. Ihr Tagesablauf, sie ist nach Malifaux gekommen, weil tatsächlich auf der anderen Seite nicht mehr so wirklich was zu holen war. Hat sie gedacht, ich gehe mal nach Malifaux und ist dann auch über einen Auftrag nach Malifaux, hat quasi auch ein bisschen geschaut, dass sie günstig nach Malifaux kommt, sich entsprechend hat anheuern lassen als Wache für jemanden, der rübergereist ist und ist dann da wieder quasi bezahlt und abgesprungen und hat sich dann schlussendlich vor ein paar Wochen bei der Gilde dann verpflichtet, weil das einfach so der einfachste erste Arbeitgeber war, den man sich so wo man am einfachsten rankommt und ist jetzt auf dieser unterwegs in Malifaux, respektive auf der Veranstaltung, die jetzt heute Abend stattfindet, so ein bisschen nach dem Rechten schauen, aber mehr so doch fast eher schon privat, aber sie legt es halt nie ab, wachsam zu sein und stromert dadurch die Gäste, schaut so ein bisschen. Ja, hat keinen Wachdienst, also ist irgendwie vielleicht irgendwie gerade wirklich privat auf dieser Festivität, denn eine Frau, eine hohe Offizielle der Gilde namens, jetzt habe ich es eben schon gehabt, ich habe es euch eben gesagt, jetzt habe ich es wieder verloren. Wie hieß sie noch? Und das mit Susan war es. Genau, sie suchte jetzt den Nachnamen nochmal. Nennen wir sie soweit Susan erstmal. Hat eine Gala, nachdem der Schneesturm da halt einmal durch ist, hat gesagt, wir müssen jetzt die Moral ein bisschen stärken innerhalb der Stadt und wir müssen ein Fest organisieren, damit die Leute
ja, nicht so viel Angst haben vor dem Cult of December oder vor den Neverborn, wer auch immer für diesen heftigen Schneesturm zuständig ist. Und sie haben so eine Art Weihnachtsfest organisiert mit vielen bunten Geschenken und Tannenbäumen und Lichtergirlanden. Der Platz in Downtown, also in der etwas höher gelegenen und besseren Seite von Malifaux, wurde alles schneefrei, also größtenteils schneefrei gemacht, sofern man das konnte, und festlich geschmückt. Überall laufen Guardsmen rum und Guardswomen, um Präsenz zu zeigen und den Bürgern von Malifaux zu zeigen, ihr könnt da ganz beruhigt auf diesem Fest euch jetzt hier austoben, hier kann nichts mehr passieren heute. Und da ist Ava halt jetzt privat unterwegs. Kennt vielleicht den ein oder anderen Guardsman oder Woman von den Schichtdiensten, die da irgendwie leider jetzt nicht privat sein dürfen und nicht irgendwie einen Glühwein trinken dürfen, sondern Ava wird sich tatsächlich auch eher in den alkoholfreien Punsch halten, weil man weiß ja nie, was passiert. Und auch wenn man nicht Dienst hat, ist sie so ein bisschen Alkohol. So eine Angestrengte, die immer... Ja, nicht unbedingt angestrengt, aber sie hat halt in diszipliniertem Haus aufgewachsen mit Patriotismus so ein bisschen. Und Alkohol geht halt wirklich nur, wenn man da zu Hause ist. Da trinkt sie dann eher was, als wenn sie draußen ist. Weil sie will ihren Kollegen auch nicht die Nase lang machen, wenn sie da jetzt wirklich einen Alkohol trinkt. Da ist sie dann doch schon ein bisschen... rücksichtsvoll und ja. Okay. Genau, sie strummert da über den Platz und schaut mal hier, schaut mal dort, einfach so gucken, wer alles da ist. Dann sieht Ava viele Leute, Familien oder einzelne Personen, die so über den Platz stromern. Unter anderem halt auch Serge, der über den Platz herum mal hier an der Bude stehen bleibt, wenn man rüber geht zu den Geschenken, kurz guckt, ob da was drin ist vielleicht. mal irgendwie dann rumschüttelt. Vielleicht den einen oder anderen Schneeball von einem Kind abkriegt und den zurücklächelt. Was macht Serge so und was macht er gerade hier? Ja, Serge ist auf der Suche nach einem neuen Glück, nachdem ihn das in der alten Welt mehrfach verlassen hat. Seines Zeichens ist er ja nicht ganz so angetan von den Regeln und der Ordnungslust nennen wir es mal Mehrheitsgesellschaft. Deswegen auch nicht schon ein Freund von der Gilde, beziehungsweise die Gilde findet ihn halt nicht so toll. Und er versucht halt, sein Geld auf eher unüblichen Wegen zu verdienen. Manche nennen es auch Schmuggeln. Er kommt aus Kanada, aus Quebec. Deswegen kennt er die Temperaturen jetzt hier und hat sich schon in seinen Mantel übergeworfen und darunter einen viel zu großen Pullover und noch einen dicken Schal umgeworfen. Wo auch ein Teil seiner langen, lockigen Haare drin ist. Und ursprünglich kommt er aus so einer fahrenden, umherziehenden Künstlertruppe, hat deswegen auch immer einen ganz positiven Ausblick aufs Leben, ist aber halt nicht so ganz regelkonform. So der Freigeist. Der Freigeist, genau. Hat auf jeden Fall Glühwein in der Hand. Weil was wäre denn ein Weihnachtsfest ohne Glühwein? Und nimmt auch gerne diese Aufforderung der Kinder an, vielleicht auch mal einen Schneeball zurückzuschmeißen. Ja, natürlich eher vorbei. Versucht natürlich nicht, die Kinder zu treffen. Ja, die sind begeistert, dass jemand mit ihnen spielt und gehen sofort in Deckung hinter so einer kleinen Schneemauer. Die haben übrigens sich ja schon ausgetobt, größtenteils hier, aber diese schön zusammengeschaufelten Schneemassen genutzt, um da nicht nur Schneebälle zu machen, sondern es steht quasi eine Armada von mehr oder weniger krüppelig gebauten Schneemännern und Frauen. bunt geschmückt, irgendwie einer hat so ein halbes Geschenk so halb über den Kopf irgendwie und so ein Kohlenstück in der Nase und eine bunte Vielfalt von lustig gebauten, frisch gebauten Schneemännern steht dort.
parat und kriegt vielleicht dann den einen oder anderen Schneeball auch ab oder dient als Deckung. Ja, und Balthasar guckt sich das Ganze an und denkt, boah, wie kann der denn bei der kurzen Entfernung das Kind nicht treffen? Ist der doof? Oder wie, was macht der denn? Genau, so ungefähr. Und natürlich, Balthasar trinkt keinen Glühwein, sondern der hat seinen Flachmann dabei und raucht Zigarre, selbstverständlich. Er ist zu cool, um Glühwein zu trinken, und er ist auch zu cool, um mitzuspielen, aber er beobachtet das ein bisschen. Balthasar ist ganz frisch angekommen in Malifaux, gerade mal ein paar Tage wahrscheinlich da. Und mitten im Sturm angekommen. Bitte? Mitten im Schneesturm angekommen. Mitten im Schneesturm, ja. Vielleicht eine der letzten Bahnfahrten, die noch gingen, bevor der Schneesturm da war, man weiß es nicht, musste die Erde verlassen, weil einer seiner Aufträge gehörig schiefgegangen ist, und er musste jetzt untertauchen und hat gehört, in Malifaux, da kann man auch sein Glück versuchen mit seinen Skills. Und das ist genau der Grund, warum er da ist. Wie steht er zu den unterschiedlichen Fraktionen? Erstmal relativ neutral. Erstmal geht es ihm darum, Geld zu verdienen, und alles andere, da macht er sich danach Gedanken drüber. Ja, weil er wahrscheinlich wenig Geld hat, zieht es ihn gerade hier auf diese Festivität, denn eine große Sache hier ist auch, dass es umsonst Essen und Trinken gibt. Nicht nur den Glühwein, sondern halt auch andere Sachen. Ava hat ja schon gesagt, es gibt auch Punsch. Und es gibt halt auch große, lange Tafeln, die vollgestopft sind mit allerlei Kuchen und Plätzchen und aber auch herzhaftes und warmes Essen, so eine Suppe, und wird ausgegeben. Und das nehmen sehr, sehr viele Menschen gern in Anspruch. Herr Balthasar dann auf jeden Fall auch. Und er versucht, so viel wie möglich zu essen, ohne dass es unhöflich wirkt oder zu viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Ja, die Dame, die hinter dir deinen Suppenausschank ist, gibt dir schon zum zweiten Mal nach oder so und grinst dich halt an. Ja, nimm ruhig, junger Mann. Ja. Hast ja was auf die Rippen bekommen, nicht wahr? Genau. Ja, es ist, wie gesagt, der Platz ist auch ultra voll. Das heißt, Serge fühlt sich hier vielleicht auch ganz gut wohl zwischen den Leuten, weil er immer das Gefühl hat, er könnte zur Not in der Menge untertauchen, wenn irgendwas passiert. Und Balthasar kann cool aussehen. Es gibt einige Herren und Damen, die das durchaus zu schätzen wissen und zu dir rüberschauen. Oh, ist der cool. Oder zeigen so auf dich und so, hast du das Schießeisen gesehen oder so? Ich bin natürlich zu cool, um darauf zu reagieren, aber ich fühle mich schon geschmeichelt. Ja, also man kann das durchaus wertschätzen von den Leuten, die da sind. Das Gute ist ja, ihr kennt euch alle mehr oder weniger, auch wenn Balthasar erst so vor kurzem angekommen ist. Zumindest gesehen habt ihr euch alle schon mal. Vielleicht hat Ava mal mehr oder weniger schlimm mit Serge zu tun gehabt, kurzzeitig. Ja. Wir hatten uns mal bei einem seiner Streifzüge über den Weg gelaufen, und dann hat er mich festgequatscht, während andere dann die Bude ausgeräumt haben oder irgendwie sowas. Ja, also vom Sehen her kenne ich den dann. Ja. Guck auch immer mal wieder so in die Richtung, schüttel einfach nur den Kopf, was macht der jetzt hier? Muss der jetzt hier sein? Da habe ich jetzt gar keine Lust drauf. Weil sie auch so, ja, fast schon eher ein bisschen einzelgängerisch ist. Aber ja, genau. Ja. So dazu. Also wenn Serge sie sieht, kann er auf sie zukommen. Sie wird jetzt nicht aktiv auf ihn zugehen, weil sie halt von ihm so ein bisschen angenervt war damals. Froh war, als sie dann weg war. Ja. Mhm. Ja, okay. Also ich werde auf jeden Fall sehen, dass Ava nicht ganz so erpicht auf eine Wiederholung ist, aber trotzdem mal rüberwinken und so. Sie nickt dann halt einfach nur, vielleicht immer gerade, ja, sie trägt jetzt gerade, weil sie außer Dienst ist, kein Gildensymbol an sich. Das heißt, es ist halt nicht ersichtlich, dass sie jetzt explizit bei der Gilde in Dienst steht. Okay, aber sie ist vermutlich trotzdem nicht ganz so willkommen aus. Sie ist halt ziemlich ernstes Gesicht und sehr aufmerksam, guckt über die Menge, sie ist auch recht groß, guckt halt sich da um,
trägt übrigens ihr Schwert auf der, ich beschlossen, auf der linken Seite, ist quasi, auf der rechten Seite ist quasi Linkshänderin, einfach um mal dieser Minderheit auch mal Ausspielung zu geben. Das kennt Serge vielleicht auch, manch andere wird halt komisch gucken, aber ich finde es, sie hat halt, ist Linkshänderin. Trägt das Schwert rechts, den Buckler dann entsprechend auch auf der rechten Seite, dass sie den schnell greifen kann. Jo. Geht da über den Platz. Guckt. Vielleicht auch mal einen Schneeball aus. Wirft vielleicht auch mal einen zurück, weil dann doch irgendwie so ein, ach, lasst mich in Ruhe, bist vielleicht ein bisschen fest und trifft aber zum Glück einen Schneemann, kein Kind. Ja. Vielleicht ist einer von diesen etwas merkwürdigeren Schneemännern, der vielleicht von einem Erwachsenen gebaut worden ist. Ja. Der hat sogar Arme. Irgendwie Okay. so, irgendwie, da hat einer so ein ausrangiertes pneumatischen Arm irgendwie dran gestopft, irgendwie, der so Ja. sichtlich kaputt ist, aber irgendwie so irgendwie Ja. winkend irgendwie so auf mit so einem Ast halt festgetackert ist. Ja. Dann weichst du aus, der Schneeball trifft den Arm und der knickt so zur Seite ab. Ja. Okay. Ja, ich schaue mir das auch noch so amüsiert an. Aber merke auch, wie der Balthasar halt die Blicke auf sich zieht. Und sehe dann auch die Menge, wie die gerade etwas leicht den Fokus verschiebt und versucht, die dann, zumindest bei denen, die mir auch ins Auge fallen, die so wohlbetucht aussehen, in ein Gespräch zu verwickeln. Ja, über was möchtest du denn sprechen mit denen? Ich bin ja auch noch relativ neu hier. Nicht? Versuch herauszufinden, wer die so sind, was sie so treiben, ob sie vielleicht Potenzial für eine Geschäftsbeziehung für unter die Hand bieten könnten. Sprich dann so ein so, so hier ein paar Leute an, da ein paar Leute an und kriegst dann so langsam so ein bisschen eine allgemeine Stimmung auch von dem, wie das so hier auf dem Platz irgendwie ist. Du merkst halt hier so, sind relativ viele Leute wegen dem Essen hier. Kriegst aber auch so ein paar Sachen mit, so dass hier einige nur so ganz kurz erstmal gucken wollen und ja, ziemlich beruhigt davon sind, dass hier so viele Guardsmen und Women sind. Weil ja die Susan, die das Susan Corin heißt sie übrigens, die das hier veranstaltet, die ist bekannt dafür, dass sie solche Festivitäten veranstaltet. Es macht sie in regelmäßigen Abständen und ist also auch bei der Bevölkerung dafür schon bekannt. Das Problem ist, beim letzten Mal, wo sie so eine Veranstaltung organisiert hat, gab es halt ein großes, naja, eine Katastrophe, die passiert ist. Das letzte Mal hat sie zu Halloween eine Festivität veranstaltet und dieser Tag ist als das Carver-Massaker in die Annalen von Malifaux eingegangen. Denn ja, ein großes animiertes Monster, was aus einem großen Kürbiskopf bestand, der merkwürdige kleine Gliedmaßen ausgeformt hatte, hat die Menge angegriffen und eine Großzahl von Menschen einfach aufgefressen. Und ja, man hält da so ein bisschen als eine Hand drüber, irgendwie, man gibt ihr so ein bisschen die Schuld dafür, dass sie da nicht genug Machtpersonal eingestellt hatte. Aber sieht es auch, dass es diesmal halt nicht der Fall ist. Und sie macht das halt sonst auch immer so zu Valentine's Day auch oder zum Sommer und halt an Halloween und jetzt halt auch an Weihnachten. Das heißt, Ava ist nicht die Einzige, die da mit Bewaffnung offensichtlich auch rumrennt. Nee, der Platz ist quasi, also die sind versuchen relativ unauffällig zu sein, aber der ist quasi eingekreist von Wache haltenden Guardsmen und Women. Also sie Ja, da alles zeigen klar. schon deutliche Präsenz, sind auch in ihrer offiziellen Uniform sie haben so rote Jacken an,
sehr, sehr leuchtendes Rot deutlich zu sehen und tragen auch offen halt ihre Waffen mit sich rum, entweder Schlagstöcke oder halt so lange Gewehre, manche mit Säbeln und Ava musste, als sie auf den Platz gekommen ist, auch musste sich irgendwie gefallen lassen, dass sie angesprochen wurde von denen, weil sie ihr Schwert halt irgendwie mit hat. Aber gut, weil man sich kennt, hat man sich durchgelassen. Balthasar hat vielleicht kurz irgendwie gesagt, so, ich ohne meine Waffe komme, also bin ich nicht voll einsatzfähig. Einsatzfähig. Und vielleicht musstest du da irgendwie ein bisschen Guild Stripe oder so rüberwachsen lassen, dass man dich so mit der Waffe vorbeigelassen hat, aber ja, durftest dann auch auf den Platz. Und die Guild Guard, die da gestanden hat, hat so gesagt, so. Ja. Ich merke auch langsam, dass ich mehr Aufmerksamkeit auf mich gezogen habe mit meinem coolen Aussehen, als ich wollte, weil jetzt schaffe ich es nicht mehr, so inkognito mir das ganze Essen vom Buffet reinzuziehen. Es wird ein bisschen unangenehm. Und ich bin ja mit Serge zusammen sozusagen hergekommen. Wir haben in einer Kneipe ein paar Straßen weiter gehört, dass es diese Veranstaltung gibt und dass man da vielleicht die Chance hat, Personen zu treffen und Jobs zu finden, sage ich mal. Und ich würde mich jetzt mal so langsam mit so ein bisschen Essen unter den Armen noch in Richtung Serge begeben, weil ich sehe, dass er eine Unterhaltung führt. Mhm. Ja. Und ich würde mich mal so daneben stellen und mal lauschen. Dann hörst du, wie Serge gerade so ein bisschen irgendwie relativ unauffällig versucht, irgendwie herauszukriegen, wie gut situiert seine Gesprächspartner sind. Findet auch tatsächlich so irgendwie raus, dass die meisten hier aus Downtown halt auch kommen. Also, ne, also auch gute, also halt zumindest auch entweder ein Haus oder halt eine richtige Wohnung oder sowas irgendwie haben. Also schon etwas, also nicht der totale Abschaum von Malifaux sich hier rumtreibt. Genau, also da gibt es durchaus, wenn du ein flinkes Fingerchen hättest, könntest du hier ordentlich was holen. Das Problem ist halt, dass hier überall Guild Guards rumstehen. Ja. Vielleicht sieht man auch irgendwie, vielleicht Serge da ein Auge für, irgendwie hin und wieder ist da so ein vielleicht so ein kleiner Junge oder ein kleines Mädchen immer so etwas zu nah an so einem Typen vorbeigelaufen. Also da sind schon Leute unterwegs. Was das angeht. Ah, gut zu wissen. Mhm. Die versuche ich dann auch weitestgehend, soweit es mir gelingt, im Blick zu behalten, so ein Gefühl zu bekommen, wer hier irgendwie wo agiert. Mhm. Ich selbst behalte aber meine Hände bei mir, weil ich will ja hier nicht irgendwie noch irgendwie Probleme kreieren. Erstmal gucken, wo ich mich bewege. Und versucht dann statt flinke Finger eher mit meiner flinken Zunge noch ein paar extra Informationen zu bekommen. Ja. Ja, irgendwann wird dann so das allgemeine Gemurmel auf dem Platz irgendwie ein bisschen abebben, als eine Frau irgendwie die kleine Bühne betritt, die dort aufgebaut ist. Hat irgendwie auch so einen roten Weihnachtsmantel mehr oder weniger an, mit so ein bisschen auch so in messingfarbenen Versetzen, also so schilderndes Schmuckwerk da dran und stellt sich dann irgendwie auch irgendwie, fröhliche Weihnachten alle miteinander, schön, dass ihr hier alle gekommen seid und so zahlreich erschienen seid, um mit uns zu feiern. Sie lächelt irgendwie und man merkt irgendwie, dass so ein paar Leute, die sie dann irgendwie so gezielt in der Menge anguckt, dann anfangen zu klatschen und die einige Leute halt mit einfallen irgendwie, aber das fällt zumindest Serge und ich weiß nicht, wie es den anderen geht, aber wahrscheinlich den anderen auch ziemlich auf, dass das so ein paar gekaufte Klatscher sind, so, damit ein bisschen Stimmung aufkommt. So, und dann hält sie so eine kleine Rede und sagt irgendwie, heute hat die Gilde dafür gesorgt, dass ihr hier umsonst essen und trinken könnt und hat für eure, und wie immer schützen wir euch vor den Gefahren der Resurrektionisten und Arkanisten in dieser Stadt. Und ein Hoch auf die Gilde, und sind alle fangen mehr oder weniger an zu jubeln. Ja, ein Hoch auf die Gilde, danke, dass ihr das macht. Und so, und unter dem Motto, so ein bisschen Propagandashow, zieht sie da oben ab.
und verlässt dann auch wieder die Bühne. Und wenn Serge sich halt auch irgendwie so umhört, das hat er ja gerade gemacht, einige sagen so, ja, okay, jetzt also wieder diese, also den Leuten ist das durchaus bewusst, dass das da irgendwie so ein bisschen, Show ist, was sie da abzieht. Und vielleicht fällt in diesem Zusammenhang an, das letzte Mal, wo ich das gemacht habe, ist halt dieses Pumpkin-Monster gekommen. Das ist abgefahren. Also Balthasar hält auf jeden Fall seinen Flachmann auch einmal so hoch und sagt so ein bisschen zynisch auch ein Hoch auf die Gilde. Ja. Kopfschüttelnd. wenn es sich da Serge auch mit dazu und sagt, ja, Balthasar, Ironie, ne? Aber das ist Pumpkin Monster. Puh, das klingt nicht so lecker. Hoffen wir mal, dass es hier ruhig bleibt. Ein großer Kürbis mit spitzen Zähnen, der, also ein überdimensioniert großer Kürbis, der Menschen gefressen hat. Vielleicht sollten wir uns die Schneemänner mal lieber genauer angucken. Ich habe irgendwie das Gefühl, hier läuft das gerne mal was schief. Das Artwork des Streams hat so einen komischen Schneemann, dann muss ich für den Schneemann mal gucken. Aber sag mal, Serge, meinst du, dass wir hier am richtigen Ort sind, um Aufträge zu bekommen? Wenn ich mich hier so umschaue, hier scheint ziemlich viel an Wachen zu geben und so. Ich bin mir nicht so sicher, ob das der richtige Ort ist, um diskret Kontakte zu knüpfen. Doch, solange die uns nicht überhören, sehe ich da gar kein Problem. Guck dir die Leute mal an. Die haben richtig Asche. Und was die brauchen, ist nicht das, was sie, also gut, umsonst Glühwein, umsonst Suppe, klar, nehmen wir alle gern mit. Habe ich gesehen, machst du auch. Aber Aber die sind hier ja alle nicht ganz so begeistert von der Gilde und ich frage mich nur, warum. Also die sind nicht unbedingt nicht begeistert von der Gilde, eher von der Dame, die das Ganze hier organisiert hat. So, ne? Also generell ist man sich einig, ohne die Gilde würde man hier wahrscheinlich überrannt werden von irgendwelchen komischen Terroristen oder Monstern. Also da sind die Leute schon dankbar, aber meistens ist so der Vorwurf irgendwie, wenn es drauf ankommt, sind sie dann doch nicht da, ne? Wie bei diesem Pumpkin-Monster. Okay, also ist da ein bisschen Misstrauen, zumindest auf jeden Fall gegen die Frau in der Luft. Und das kann man ja vielleicht nutzen, um doch ein paar Kontakte zu schmieden zu den Gutbetuchten. Was Ava, während Balthasar und Serge da miteinander sprechen, auffällt, ist dann, dass kurz nachdem die Susan von der Bühne runtergegangen ist, etwas Bewegung in die Wachen kommt. Die kennst du ja und du weißt ja auch den Ablauf, wie irgendwie so ein Schichtsystem funktioniert und so. Und es kommt Bewegung und in die Wachen, die sich so zuerst so kurz neben der Bühne versuchen alle zu knubbeln. Die laufen dann kurz irgendwie, also die haben mal irgendwie den Platz sonst umrundet gehabt, die laufen dann alle irgendwie mehr oder weniger kurz zur Bühne hin. Und dann verschwindet ein Großteil von denen, vielleicht bis auf ein, zwei von denen, verschwindet ein Großteil von denen in der Seitengasse. Das gefällt Elva natürlich gar nicht. Moment. Ich würde dann tatsächlich, wie funktioniert das jetzt, wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt mal wirklich aufmerksam gucken, also quasi einen Notice-Wurf machen? Das dann jetzt, du bist gemutet, Koali. Hast du das Talent dafür? Notice? Ja. Jo. Dann können wir gleich mal ein bisschen beschreiben, denn dieses System funktioniert ohne Würfel. Dafür haben wir ein Fate-Deck, also ein Karten-Deck. Das kann ich jetzt gleich mal, also das Deck ist, zeige ich so. Ich habe für euch Spielerinnen und Spieler ein Fate-Deck, 54 Karten, also ein normales Poker-Deck mit zwei verschiedenfarbenen Jokern. Und außerdem habt ihr drei auch noch ein sogenanntes eigenes Fate-Deck, von dem ihr jetzt mal drei Karten auch ziehen dürft. Habe ich schon. Kann man jetzt mit der Kamera, könnt ihr ruhig den Leuten zeigen. Ja, die sind jetzt momentan nur die Rückseiten. Ist nichts großartig Geheimes. Und genau. Die Spielerinnen und Spieler spielen sogenannte Fated, so heißen die Spielercharaktere in dem System. Die haben
den großen Vorteil gegenüber normalen Menschen oder so in dieser Welt, dass sie ihr Schicksal beeinflussen können. Das heißt, sie mit ihren eigenen Karten, die Karten, die eigentlich für sie gezogen werden, cheaten können. Cheaten nennt man das. Das Schicksal betrügen können, indem sie mit eigenen Karten, Karten, die gezogen wurden, austauschen und dadurch halt ihren eigenen, ihr eigenes Schicksal bestimmen können. So, und wir haben hier einen Flip, den du machen willst. Ich sag mal eine Target Number. Was wolltest du machen? A Notice. Notice. Um genau was zu sehen? Ja, warum die jetzt da abhauen, um zu schauen, wo jetzt, ob halt es einen Grund gibt, warum die abhauen, einfach mal, wie viele noch verbleiben, einfach mal so einen Überblick zu gewinnen. Mhm. Wirklich mal bewusst zu schauen, ob irgendwie, warum die jetzt so viele abgezogen wurden, ob sich sonst noch irgendwo irgendwas tut vielleicht. Das System funktioniert so irgendwie, ich sag dir eine Target-Number an und du musst versuchen, darüber zu kommen mit der Karte, die ich ziehe, plus deinem Wert, den du in dem Skill hast. Yep. Und ich ziehe mal eine Karte, sag mal Target-Nummer 8 an und du hast schon eine 7 gezogen. Jo, und ich komme mit meinem Skill-Wert, das ist eine 4, würde ich dann über die 8 auf jeden Fall drüber kommen. Das ist locker geschafft. Ja. Und deswegen kannst du deutlich sehen, dass nur noch drei Wachleute überbleiben von den vorher gut einem Dutzend Wachen, die da waren. Und die halt, wie gesagt, in so eine Seitengasse verschwunden sind, nachdem die mit der Susan kurz geredet hatten, die sich wiederum vorher ganz kurz mit einem der Hauptleute unterhalten hat, der aber dann auch abgezogen ist mit den anderen zusammen. Okay. Was die da gesagt haben, konntest du halt nicht hören und vielleicht kannst du rübergehen und fragen oder so. Ja, würde ich dann auch mal tun. Also gucken, wenn es mir einen von den dreien, vielleicht auch jemanden, den ich dann da kenne, mal hingehe und hey Dave, sag mal, kann ich dich was fragen? Oh, was ist denn los? Warum seid ihr jetzt, sind der Kollegen jetzt alle gegangen? Also drei Leute hier. Soll keiner merken. Sag mal, geht's noch? Was denn? Abziehen und warum soll das keiner merken? Es gab einen Anschlag. Ein paar Straßen weiter. Okay, ja gut, Resurrektionisten. Das klingt ja gar nicht gut. Okay, also gut, dann werde ich auf jeden Fall hier auch mal aufmerksam bleiben. Ne? Gut. Kannst du machen. Ja, gut, dass ich mein Schwert dabei habe. Also, okay, ja gut. Dann noch hoffentlich ruhigen Abend, ne? Oh, wird schon nichts passieren. Diesen Pumpkinhead haben wir ja zerfleischt. Ja, habe ich von gehört. Na dann, sie schlägt ihm so an die Schulter und also an den Arm. Wir sehen uns, ne? Bis, ich glaube, übermorgen haben wir zusammen Dienst. Oh, alles gut. Na dann. Trink einen Punsch für mich mit. Klar. Jo, dann wird sie sich umdrehen und halt wieder gehen, aber trotzdem so dann gucken, dass sie in die Richtung, wo die Leute hin verschwunden sind, immer noch das so im Auge behält, quasi weggehen und was sich dann auch wieder rumdrehen und gucken, dass sie, oder entsprechend in die Richtung den Blick halten, wo die verschwunden sind. So mehr oder minder, ich meine, es sind recht viele Leute da, also ist die Frage, ob es auffällt, dass sie gerade in die Richtung guckt. So ein bisschen Strohmann, sich vielleicht noch einen Punsch holen und sich dann entsprechend positionieren, dass sie diese Gebet im Kopf hat. Du bist da, schon wieder Mute. Da Serge und Balthasar ja Ava kennen, ist denen vielleicht dann auch aufgefallen, dass irgendwie die zu den Guildguards halt hingelaufen ist und da irgendwie so ein bisschen irgendwie dann ein, der dann so gemacht hat und das Ganze so ein bisschen hektisch wurde, bevor Ava dann so demonstrativ zum Punschstand gegangen ist. Demonstrativ halt quer durch die Menge muss man sich halt schlendern und dann zum Punschstand nochmal. Ja, vielleicht kommst du dann auch Serge und Balthasar vorbei. Ja. Mit der Hand schon am Schwert so. Zu. Ja. Nee, das nicht. So. Halt aber einfach schon mit so einer, ja sowieso immer schon ernsten Miene, die vielleicht noch, kann ich nicht, wie genau ihr sie beim hingeguckt habt, vielleicht noch Ticken ernster geworden ist. Sie guckt eh immer ziemlich ernst rein und
wenn die ganze Kids aus sie ziehen, kriegen die auch nochmal einen bösen Blick von wem, so, lasst mich in Ruhe. Ja, weil der eine Schneeball hat sie scheinbar nicht abgeschreckt, der heftig geworfen war. Geht dann zum Punschstand und stellt sich dann da an den Punschstand mit dem Blick Richtung so Bühne über die Leute schweifend lassen, einfach. Genau. So. Okay. Was machen Serge und Balthasar? Ich hätte eine Frage, ob Serge auch die Veränderung in der Menge wahrgenommen hat, dass da ja die Wachen größtenteils weg sind und ob dann irgendwie die Stimmung in der Menge sich verändert hat, ob da das viele waren. Also die Leute scheinen das größtenteils gar nicht zu merken. Irgendwie, die sind halt beschäftigt mit dem Essen und mit den Beschäftigungen, die man da machen kann, irgendwie mit den verschiedenen Ständen, die haben halt so ein typisches Weihnachtsmarkt-Feeling irgendwie. Die sehen es nicht, dass da am Rand die Guardsmen irgendwie alle weg sind. Okay, und die Ava ist ja in unserer Nähe gerade, ne? Dann versuche ich nochmal Blickkontakt aufzunehmen. Funktioniert das? Schaut zu dir rüber, so ein, ja, also von wegen so ein bisschen, vielleicht ein bisschen brustet dir zu. Ja, du kannst nicht richtig, sie grüßt dich halt, ne? Aber was du von ihr, sie lässt dich nicht, du kannst sie gerade nicht lesen, sie ist halt ziemlich ja, uncharmant, abweisend, ist, wie sie halt so ist. Du hast ja auch damals schon eigentlich mehr totgequasselt, sie hat gar nicht geantwortet, immer nur gejickt und war ziemlich, sagt handamslos jetzt nicht, aber sie ist halt recht still, ne? Sie nickt dir zu, rustet dir zu. Perfekt, mehr brauche ich gar nicht, das verstehe ich doch direkt, absichtlich. Geh drauf hin, zieh noch Balthasar mit und sage, hey, Balthasar, ich kenne die. Komm, schauen wir nochmal. Was wird denn das jetzt? Moment mal. Die Aber ich komme da natürlich mit. Ja. Hey, Ava war es, ne? Hör mal, was hast du denn da? Hennings. Ja. Ich hätte eigentlich durch meinen Vornamen gar nicht gesagt, also nur Hennings quasi. Ach so, ja, Hennings. Hennings, hi. 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 Wir kennen uns doch, ne? Ja. Soldatin Hennings. Ja, genau Soldatin das. Hennings. Ja, ist ja schön, dass wir uns hier auch wieder begegnen. Ja. Lässt sich nicht vermeiden, ne? Bei so einer Veranstaltung, denke ich mal. Hm? Ja, ist, genau. Ja, hier ist ja viel los. Ein bisschen frisch. Hier, ich habe gerade gesehen, du hast da mit deinem Mann, du bist mit der Gilde irgendwie? Hast du zu denen? Ja, ich habe ein paar Freunde, die bei Gilde beigetreten sind. Und oh. Ja, kennt sich halt dann, ne, wenn man da stand auch mal in Dienst, beziehungsweise ja, das ist gerade so der Arbeitgeber, der mir am besten gepasst hat, aber ja, zahlen halt gut, ne? Zahlen halt gut, das ist so. Gerade, aber momentan bin ich nicht im Dienst, daher, ja. Ja. Hervorragend. Dann, können wir doch mal auf die gute Bezahlung der Gilde zusammen trinken. Ja. Und ich wink mal die Bedienung ran und bestell dreimal einen Glühwein. Ich trink nix. Du hast doch da Danke. Auch einen. Das ist ein Punsch. Du musst bei klarem Kopf bleiben, Junge. Okay, drei Glühwein und ein Punsch. Danke. Ja, dann stehen wir um diesen Stehtisch rum, ne? Und dann kommt da irgendwann der Punsch. Und was führt ja, dich hierher? Ja, das Gleiche wie beim letzten Mal, als wir uns getroffen haben. Geschäfte, Geschäftsbeziehungen. Geschäfte, ja. Geschäfte. Ja, yeah, man versucht ja auch irgendwie ne, ein bisschen Geld zu verdienen, um klar, sich auch klar. So Punsch leisten zu können. Ja. Wobei der ja gerade gespendet wird. Ja, das ist auch was Schönes. Während sich Serge und Ava so unterhalten, was macht Balthasar? Steht er einfach nur stumm daneben oder was macht der? Balthasar hat sich erstmal in seinen Punsch ein bisschen Whisky reingekippt, damit es nicht so süß schmeckt, in seinen Glühwein. Und er würde sich jetzt ins Gespräch einschalten und mal Ava ansprechen und sagen, sag mal, weißt du eigentlich, was hier das letzte Mal los war mit diesem riesigen Pumpkin, der
offensichtlich alle Gäste gefressen hat. Und wo kam der her und wo ist er jetzt? Und passiert das hier öfter auf den Festen? Ich war damals leider nicht, zum Glück, damals nicht dabei. Ich bin erst danach im November jetzt im November gekommen. Aber naja, die haben es. Man vermutet die bösen Arkanisten dahinter. Genau, also was ich so gehört habe, nachdem ich dabei war, war ja immer noch ein Thema. Ich vermute, dass es die Arkanisten waren. Mhm. Aber vor den Arkanisten sind wir heute sicher, oder? Ja, schon, klar. Wieso nicht? Es ist eine Gildenveranstaltung immerhin. Also, ja, letztes Mal auch, aber die haben ja einen mehr aufgefahren dieses Mal. Mhm. Ja, Eva kann noch mal einen Notice-Check machen gegen die 12 diesmal. Okay, ja. Moment, ich kann mal wieder einblenden. So. Mach ich gerne. Zack. Diesmal gut. Eine 9 geflippt. 9 Crow. 9 und 4 komme ich locker über die 12. Komme ich locker über die 12, genau, ja. Perfekt. Dir, wenn du, während du dann so mit Balthasar und Serge redest und vielleicht so ein bisschen trotzdem halt ein bisschen hibbelig bist, weil die ganz deine Kollegen ja alle weg sind. Ja, so hibbelig nicht, aber halt schon so immer mal wieder einen Blick über die Menge so schweifen lassen. Und Serge kann ja auch mal einen Flip machen, weil der hatte ja auch gesagt, dass er so Richtung Bühne schaut und so das ein bisschen im Auge behält, ne? Ja, das auch Notice. Notice, genau, ja. Er hat es eine 10 gezogen. Und ich kriege noch 2 drauf, dann bin ich auch bei 12. Ja, also dann fällt Ava das deutlich vor dir auf, aber dir fällt das dann irgendwann wahrscheinlich darauf hin, weil sie reagiert, fällt dir das auch auf, dass hinter der Bühne in so einer Seitengasse so eine komische Gestalt irgendwie so an so einer großen, man hat halt die Schneesachen halt so zur Seite geräumt, steht halt hinter so einem Schneehügel, steht eine ziemlich für deinen Geschmack eine Gestalt, die da nicht hingehört, weil da haben eben noch Wachen gestanden und jetzt sind da keine Wachen mehr. Und Ava weiß ja warum, weil die sind halt alle weggelaufen. Und jetzt steht da halt eine Gestalt, die sich ein bisschen abhebt. Irgendwie die sind halt, normalerweise sind die Leute halt hier in so Wintermäntel gekleidet und so und ja, alle etwas feiner angezogen. Und die Gestalt hat aber keinen, also sie ist schon bekleidet, hat aber so ein Pelz an. In weiß, weiß-grau, das heißt, sie hebt sich kaum von diesem Schneeding ab, hat auch so eine Pelzkapuze über. Und was für Ava das Eindrücklichste ist, ich weiß nicht, ob es Serge damit was anfangen kann, aber auf jeden Fall auch das Gesicht mit einer Maske verborgen. Also bis auf die Augen. Und für Ava ist das deutlich erkennbar ein Anzeichen, weil dir der Cult of December läuft in diesen, die Kultisten laufen mit diesen Pelzsachen und wenn du hast, den Masken herum. Ja, also man wird dann irgendwann, man wird halt dann merken, sobald Ava mal den Blick schweifen stellt, hat den Punsch noch in der Hand und wird dann irgendwann so tief die Luft einziehen, den Becher abstellen. Und sichtlich nun angespannter stehen und sich auch vom Tisch ein paar Schritte vielleicht zurückgehen und den Blick halt nicht von dieser, da hat den Blick halt voll auf die Gasse, das wird vielleicht dann auch Serge und dem Balthasar auffallen, dass er halt gar nicht mit dem Gespräch folgt, sondern den Blick komplett in so eine, an der Bühne vorbei in irgendeine Seitengasse hat. Und ja, halt schon so ein bisschen auf ihre eben noch recht, also für ihre Verhältnisse locker, da stand jetzt doch merklich angespannt dann eben da steht und so, ja, das Ganze fixiert, den ganz fix da hinten hinschaut, fixiert und auch ja, den, wie gesagt, dem Gespräch nicht folgt, den Blick davon nicht abwendet, genau, ja. Ja, da versuche ich dann, ich sehe dann so Avas Blick so gefrieren und nicht mehr so die Aufmerksamkeit auf das Gespräch richten und so, Balthasar, guck nur, was du da angerichtet hast und folge dann ihrem Blick und sehe auch so die Gestalt und stelle fest, oh, und weist dich auch darauf hin, Balthasar, dass du, guck mal,
Ja, Balthasar dreht auch den Kopf so ein Stück und schaut so aus durch den, vom Augenwinkel aus auch in die Ecke und fällt natürlich auch direkt auf, dass da irgendwas nicht stimmen kann, auch wenn er die Zusammenhänge natürlich nicht sofort bemerkt. Ja, die Gestalt wirkt halt ein bisschen deplatziert hier. Wegen der Klamotte. Sieht so ein bisschen, also so ein bisschen wie Tarnkleidung für Schnee, ne? Und sofort habe ich die Hand an meinem Revolver. Sofort. Sicher ist sicher. Ja, die Gestalt schaut dann zu euch rüber und scheint zu bemerken, dass ihr sie seht. Macht dann so eine Bewegung so, dreht sich weg und verschwindet in der Gasse. Ah, Soldatin Hemmings. Noch ein Freund von euch? Nein, definitiv kein Freund. Wo sind denn jetzt die ganzen Wachen, wenn man die mal braucht? Eben war alles noch voll. Also nur eine hier. Fällt dir jetzt auch auf, dass sie nicht mehr da sind, ja. Aha. Was da für Balthasar auffällt, ist, dass er so merkwürdige knackende Geräusche hört von rechts von sich. Okay, ja, also. Rechts von dir steht so ein Schneemann mit so Ästen. Wollte es ja eben auch noch ein bisschen genauer angucken. Aber ja. War halt ein Schneemann mit Ästen. Und jetzt bewegen sich die Äste auf dem Boden. Und der scheint sich so vom Boden abzuheben, ganz langsam. Okay. Ja. Leute, mit diesem Schneemann, da stimmt was ganz und gar nicht. Ja, wer wird sich dann eben auch wieder zu den anderen umgedreht haben oder die anderen anschauen? Sie zieht blank. Also, beziehungsweise sie hat die Hand am Schwert und ist so ein. Okay, verdammt. Und in diesem Augenblick gehört ja auch von etlichen Leuten auf dem Platz so ein Gekreische. Und wenn ihr dann irgendwie euch umblickt, seht ihr halt in allen Ecken und Enden, dass die Schneemänner irgendwie anfangen, sich zu bewegen. Und teilweise mit den Armen oder halt mit so einem Maul, das sich auf einmal gebildet hat, nach den Leuten schnappen. Verdammt, ey, wird's blank. Sorry. Wie weit ist so denn der Schneemann, den ich gehört habe, wie weit ist der weg? Ist das... Der steht direkt neben dir. Irgendwie, der bewegt sich so ganz langsam. So. Okay. Ich würde nur kurz noch den Serge mal eben reagieren lassen. Der ist nämlich gerade so ein bisschen geschockt. Dreht sich so um, will zu Balthasar, bemerkt den Schneemann und schüttelt einfach den Glühwein vor lauter Schreck in die Richtung des Schneemanns. Mhm, ja. Wird er mit von einem Schwall Glühwein übergossen. Ja. Kurz. Ja, okay, also es ist klar, dass die ja nichts Gutes wollen. Also das wäre jetzt zumindest Balthasars Schlussfolgerung aus dem Gekreische. Und abgesehen davon, dass sich überhaupt Schneemänner bewegen. Es bildet so ein Maul in diesem Schneemann irgendwie mit so spitzen Eiskristallzähnen drin. Ich würde instant sofort versuchen, so einen Sprung von dem wegzumachen. Halb quer. Glaube ich. Also bevor ich schieße, würde ich erstmal so einen Schritt zurück machen, damit ich auch erstmal nicht in Nahkampfweite bin. Ja, gut. Also ich würde Balthasar, weil er halt sich um den Schneemann ja eben gekümmert hat, sich den genau angeguckt hat, auch die erste Aktion zugestehen. Zurückspringen und Schießen. Also ich würde sagen, für Zurückspringen brauchst du eine Aktion und fürs Schießen. Also man hat jedes Mal in jeder Runde zwei Aktionen. Wir machen vielleicht eine Reihenfolge. Ich glaube, Ava hatte das ja auch zuerst. Irgendwie vielleicht mal Balthasar, Ava und Serge in der Reihenfolge. Und Balthasar darf zuerst und kann mal agieren und wollte zurückgehen und schießen, nicht wahr? Genau, oder zurückgehen, vielleicht mache ich so eine richtig coole Rolle rückwärts und dann knie ich und kann direkt, ich mache so einen richtig coolen Backflip und dann stehe ich da zielbereit. Okay. Okay, jetzt habe ich die Schwierigkeitsstufe wahrscheinlich gerade noch ein Stück höher geschraubt, aber ja. Das ist schon okay so. Du müsstest auf eine 10 kommen, um den Schneemann zu beschießen und ziehst aber eine 1 mit einer Ram. Das ist wahrscheinlich nicht ganz so gut. Eins plus dein Ballistik-Fähig. 5 hätte ich. Ja, das bekommst du nur auf 6.
AV, ne, wäre das, ne? Mhm. Würde es wahrscheinlich dann bei dem Backflip irgendwie, naja, sich dann so aus. RAM, sagtest du. Ne, ja, gut. Eins RAM habe ich gezogen, genau. Mhm. Kannst natürlich cheaten. Starten, aber ich habe nur. Ist natürlich jetzt direkt eine Karte, also direkt zu cheaten, ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Ist auch daneben schießen. Vielleicht, ich mache zwar eine einigermaßen coole Rolle, aber ich schieße leider daneben. Okay. So, dann Ava. Merkt man vielleicht nicht so in der. Ava für die erste Runde und danach gehen wir nach Initiative. Ja, Ava wird halt, wenn der, nachdem er sich das nicht getroffen hat, mit ihrem Schwert ausholen und auf den. Quasi sich, ich weiß nicht, wie sie steht, sie wird je nachdem so stehen, dass den Schneemann mit ihrem Schwert einmal so in der Rückhandbewegung einmal auf den Schneemann zuschlagen. Mhm. Schlagen wollen. Und sie ist eine Schwert. 12 Maske. Jo, das sind dann 17 mit meiner mit meinem Talentwert. 17. Genau. Das müsste sogar ein positiver Schadensflip sein. Eine 2 und eine 5, das ist beides schwacher Schaden. Es sei denn, du schießt da jetzt was so Großes rein. Noch? Wo ist, hast du mal gerade die Seite, wo der Damage nochmal steht? Für deine Waffe. Ja, ich Damage habe ich jetzt ja 2, 3 und 4. Wie geht das da jetzt genau, noch mit du drauf? Du hast einen schwachen Schaden jetzt gerade, also würdest du 2 Schaden machen. Ah, okay. Ja, fangen wir mal klein an. Okay, 2 Schaden für den Schneemann. Jo. Das Schwert dringt in den Schnee ein. Ja. Jawohl. So. Ja. So ein bisschen beiseite tun hier. So. Okay, und Serge? Völlig perplex von dem, was hier gerade abgeht, stelle ich hier fest, dass offensichtlich hier gerade eine Wiederholung von menschenfressenden Sachen passiert auf diesem Platz. Und auch, dass hier sich schon gewehrt wird. Nehme mal meinen Argumenteverstärker aus meinem Mantel-Innenleben hervor. Die gute alte Schrotflinte. In der Hoffnung, dass meine Zielkünste nicht so sehr ausreichen müssen, um so einen Schneemann auch zu erwischen. Okay, warte mal kurz, ich muss mal ganz kurz noch was erledigen hier. Genau, das brauchte ich ja, genau. So, dann einmal schießen von Serge mit der Schrotflinte, die eine 8 Crow zieht. Okay. Du brauchst eine 10 mindestens. Hervorragend, ich bekomme auf eine 11. Also du hast ballistische Fähigkeit dementsprechend 3. Genau. Das heißt, du triffst mit einem Unterschied von einem. Und das ist ein Negativ-Flip für den Schaden. Oh. Ein 5 und eine 9, das heißt, du musst die niedrigere Karte nehmen. Und das bedeutet, du musst die 5 nehmen, das heißt schwacher Schaden. Was macht die Schrotflinte am schwachen Schaden? Das ist die erste Zahl wieder, ne? Genau, ja. 2. 2. Mhm. Und mit einem Ausruf, Mon Dieu, pff, schieße ich dann da so vielleicht nur so ein bisschen von dem Schneemann weg. Genau, so ein Spritz, so ein großes Stück von dem von der Schulter vom Schneemann weg. Vielleicht so ein Teil vom Arm weg oder so auch noch. So, und jetzt müsstet ihr auf einem auf eurem Blatt einen Initiativewert haben. Jo. Dann sagst Null. Du, denn du hast 0, 1 und ja. Ich habe auch eine solide 0. Das Gute ist, wir können dazu flippen. Okay, einmal für Serge. Der hat eine 12 plus dein Inni-Wert. 0. Also 12. Mhm. Merk dir mal dein Inni. Und ich kann mich auch aufschreiben, hier ist Serge. 12. Ava zieht eine 8. Wären dann 9 plus 1. 9. Und last but not least, Balthasar, eine 3. Was ziehst du mir für Karten? Ein
kannst jetzt cheaten. Nee, alles gut. Das ist schon in Ordnung. So, die Schneemänner haben eine Initiative von 2. Das heißt, sie sind noch nach euch drin. Schon mal gut. Es sind 6 Stück von denen, die hier rumlaufen. 1, 2, 3, 4, 5 und auf der letzten Seite 6, ja. Balthasar guckt auf jeden Fall erstmal ein bisschen perplex, als er gesehen hat, dass Herrsch eine Shotgun hervorgeholt hat und denkt sich so, ja, ich musste hier die Wachen bestechen, damit ich meinen Revolver mit reinnehmen konnte. Die Leute stieben auseinander, eine vor allem die übrig gebliebenen Guardsmen stellen sich irgendwie auch gegen ein paar von den angreifenden Schneemännern an. Und Serge ist aber derjenige, der am schnellsten reagieren kann und jetzt direkt was machen kann. Ja, da versuche ich doch dem Schneemann nochmal ordentlich eine zweite Ladung, hoffentlich ein bisschen zielgenauer in den Körper zu jagen und dabei dann so ein bisschen noch Abstand zu gewinnen und lieber die schweren Geschütze dann näher ranzulassen. Du siehst eine 12 Buch, das heißt, das ist ein locker getroffen mit einer 2. 2 Unterschied. Plus, was hast du? 3 von deinem Wert. Das heißt, du bist 5 drüber. Schauen wir mal kurz. 5 ist immer noch ein negativer. Das habe ich das eben bei Ava wahrscheinlich falsch gemacht. 1 bis 5 ist noch negativ. Aber du ziehst eine 12 und eine 13 ins Schaden. Das heißt, 2-mal schwerer Schaden. Nice. Was machst du dann mit der Schrotflinte? Das ist dann die dritte Zahl, ne? Ja. Das ist 4 mit diesem Explosionssymbol. Okay. Du könntest danach irgendwie, deine Schrotflinte hat ja so einen Explosionsblast. Das heißt, du machst dem 4 Schaden und alles, was steht da für eine Zahl nehmen? Neben dem Explosionssymbol? Ein so ein Explosionssymbol. 1. Das heißt, alles, was in einem Meter Umkreis ist, da kannst du entscheiden, ob du da nochmal extra einen Schaden verteilen willst. Ich sag jetzt mal, daneben steht jetzt direkt auch ein Schneemann. Das heißt, du könntest dann dem mittleren Schaden dann nochmal reindrücken. Ah, Logo. Mach ich natürlich. Ja, wie viel wären das? Das wäre 3, auch mit einer Explosion. 3. Der Schneemann hat allerdings den Skill Evade, der kann gegen diese Blastschaden 3 Schaden abziehen, kriegt aber immer Minimum von 1 Schaden noch ab. Und den Schneemann vor dir zerfetzt es einfach in 1000 kleine Einzelteile. Das Interessante daran ist, es bleibt so ein leichtes blaues Glimmen über, unter dem Schnee. Und das explodiert danach sofort. Und ihr bekommt alle 1 Schaden und Slow. Denn der Schneemann hat die schöne Fähigkeit Demise. Wenn er stirbt, explodiert er und macht allem innerhalb von 2 Metern um sich herum 1 Schaden und Slow. Aber dem anderen Schneemann auch. Wie wirkt sich denn das Slow auf uns aus? Slow, das heißt, dass du einen Action-Point weniger hast. Du bist da jetzt eben gegangen und hast geschossen und jetzt kannst du halt kannst du entweder gehen oder schießen jetzt dann in der nächsten Runde. Also hat er uns jetzt schockgefrostet quasi. Genau, ja. Bist eingefroren ein bisschen. Ja. Mhm. Das war gut gezogen. 12 und 13, ja. Schön ja, die hohen Sachen für die anderen weggezogen. Okay, als nächstes wäre Ava dran. Deine Schneemann vor dir ist irgendwie zerplatzt innerhalb von 1 Meter steht der 2. Allerdings bist du gerade so ein bisschen eingefroren. Ja, bekomme ich trotzdem, ich habe eine theoretische Range von 2, heißt das, ich würde den irgendwie erreichen. Mit der Waffe? Mit dem Schwert. Ja, dann würde die noch rankommen, ja. Ja, das heißt, ich würde den auch mal auf den draufhauen wollen. Mhm. Gibt eine 6 Ram.
Und mit 5 wären das 11. Das reicht dann Nicht. Doch gerade so. Ja, stimmt. gerade so, ne? Dann Der bist du 10 war jetzt der auf 10. Zielwert. So, Ja, dann dann. ein Negativflip. 5 und 10 musst du die 5 nehmen. Und das wäre schwacher Schaden für 2, ne? Zwei machte dein Schwert, ne? Okay. Balthasar. Übrigens, wenn ihr Rüstung besitzt, hättet ihr eben eigentlich rein theoretisch was abziehen können. Allerdings Minimum kriegt man immer einen Schaden. Okay, ich habe keine Rüstung. Balthasar würde mal probieren, sich mal so umschauen und mal so irgendwie zwei Tische suchen, wo irgendwie Buffet drauf ist und die mal so umtreten und versuchen, die als so eine Art Schutzschild zu nehmen oder in Deckung dahinter zu gehen. Also In der Hoffnung, dass bewegst vielleicht dich. die nächste Explosion ihn nicht so hart trifft. Okay, du bewegst dich also und kannst dementsprechend nicht mehr schießen, weil du bist ja slow. Das ist okay, ja. Das muss ich Okay. auf irgendwas Dann. ziehen. Nee, zu bewegen brauchst du dich nicht. Brauchst du nichts ziehen. Okay. So, der Schneemann hat auch nicht eine Reichweite. Was hat der für eine Reichweite? Moment. Reichweite. Na, wo ist es? Da. Reichweite 1 und du bist weiter weg von ihm. Das heißt, der kriegt dich auch nicht irgendwie, wenn du raus aus seiner Nahkampfreichweite rausläufst. Gut. Dann die Guild Guards werden irgendwie ein paar Schneemännern Schaden machen. Um sie herum. So, und dann sind die Schneemänner selber dran. Der eine ist ja schon hin. Den hat es ja zerfetzt, als Serge mit der Schrotflinte draufgerotzt hatte. Derjenige, der vor Ava und Serge steht, würde dann auf Serge seinen frostigen Biss anwenden und mit diesem Eiszapfen bewehrten Maul nach dir schnappen. Und der hat eine Attacke von 9 und du müsstest jetzt einen Defense-Flip machen dagegen. Geht auch gegen Defense, ne? Ja, Resist Defense. Und du siehst eine 3 mit Buch. Wie viel Defense hast du? Ja, da habe ich auch nur 3 nochmal dazu. Das sind nur 6, du müsstest auf 9 kommen. Okay, Also auf da könnte 10, ich um ja. es komplett zu verhindern, und auf, ne, auf 9. Ja, das heißt, ich könnte jetzt auch. Ich probiere das einfach mal. Ich würde jetzt eine von meinen Karten dafür nehmen. Und dann müsste ich die 3 quasi nochmal. Ersetzt die 3 mit einer von deinen Handkarten. Welche? Ich nehme mal die 8. Okay, dann ist die weg. Und dann kommst du, verteidigst du dich gegen seinen Frostbite quasi. Ja. So, das ist auch ganz gut, weil, Moment, was der hatte nämlich? Nee, der hatte eine Ram gezogen, alles klar. Du hattest, nee, Quatsch. Du hattest die 3 gezogen, du hast gecheatet, was und gut, dass du das dann umgewandelt hast, weil es wäre sogar ein Trigger gewesen für ihn. Hätte dich dann nochmal wieder slow gemacht mit seiner Attacke. Okay, ein weiterer Schneemann aus etwas weiterer Entfernung von euch versucht einen schneeelementaren Geschoss, also bildet sich so ein Eisding. Und der schleudert das gegen Ava, die ein Defense-Duel macht und eine 1 Crow zieht. Achtung, gemutet. Du bist gemutet, ja. Danke. Was muss ich ziehen, um dem zu widerstehen? Theoretisch? Eine 10. 10. Nee, Quatsch, eine 10 um komplett und eine 9 Ja. um. Ja. Ja, dann würde ich tatsächlich auch mal cheaten, mich entsprechend drehen, mein Schild noch dahin wenden und mit einer 8 Kreuz quasi auch das Ganze Was du für eine pushen Defense? auf 4 mit dem Schild. Okay. Wären dann 12. Ja, die Eisdinger zerschellen am Schild von Ava.
Und der nächste schießt Richtung Balthasar, der sich ja hinter so einem Ding versteckt hat. Deswegen kriegt er einen negativen Flip. Zieht eine 8. Du kriegst einen positiven dadurch, dadurch, dass er einen negativen hat. Für deine Verteidigung. Du ziehst damit eine 9. Für die Verteidigung. Das würde rein theoretisch bei einer Defense von 0 reichen, aber du hast bestimmt irgendeinen Defense-Wert. 2. Das heißt, locker abgewehrt. Die Dinger bleiben in deiner Deckung hängen oder so. Sehr gut. Das hat sich doch schon gelohnt. Jawohl. Und ihr seid wieder dran. Also in dem Fall Serge. Ja, völlig perplex, dass ich es gerade geschafft habe, mich nicht von diesem Vieh attackieren zu lassen. Und mit zittrigen Fingern nehme ich die Schrotflinte und versuche einfach nochmal schnell eine Ladung ins Gesicht von dem zu landen. Dann siehst du eine 13 Mask. Du bist echt gut, Garten. Das heißt, du triffst, oder was hast du für eine ballistische Fähigkeit gehabt? Da kommt noch eine 3 oben drauf. Also sind das 16 gegen seine Defense von 10. Das sind 6 Unterschied. Das ist ein Straight Flip. Eine 5 kannst du cheaten, wenn du möchtest. Und 5 wäre schwacher Schaden. Kannst du es cheaten für höheren Schaden, wenn du magst? Ach ja, warum nicht? Machen wir doch hier mal einen kleinen Heldenmove. Genau. Ich habe da noch die 10. Jawohl. 10 Ram, genau. 10 ist noch mittlerer. Oder Moment. Ja, mittlerer Schaden. Das wäre ja auch schon 3 mit dem Explosionssymbol. Okay. 3 Schaden für den für Schneemann da. Vor dir. 1, 2, 3. Und das Explosionssymbol macht dann schwachen Schaden für den, für die an einen Meter daneben, den, für den nächsten. Ist da noch einer? Ja, da ist noch einer. Sehr schön. Das macht dann wie viel? 2. Schwachen macht das 2. Okay, aber der gut Evade, da kriegt er mindestens ein. Ja, ja, den, den Schneemann vor dir zerplatzt es damit wieder. Und yes. Auch der explodiert wieder. Und macht dir wieder einen Schaden. Und, nee, Quatsch. Du warst ja jetzt, das ist ja nur ein, Moment. Doch, 2. Der macht dir einen Schaden, aber ich denke, Balthasar und Ava sind zu weit weg für den Blast, den er da macht. Aber du kriegst den Schaden und einen Slow schon wieder. Heißt das, ich habe jetzt irgendwie doppelt Slow? Nee, du hast den jetzt ja in der Runde verbraucht, den der von der letzten Mal gemacht hat. Jetzt hast du für die nächste aber schon wieder einen, ja. Okay. Das stackt also auch nicht. Ich weiterhin. Das stackt okay. Auch nicht, wenn jetzt mehrere explodieren würden, das würde nicht stacken. Okay. Gut. Gut, dann haben wir jetzt Ava, genau. Du müsstest jetzt irgendwie dich bewegen, um an einen nächsten Eisdingens dran zu kommen, aber du hast deine Slow ja schon verbraucht letzte Runde, das heißt, du kannst genau. Dich bewegen und angreifen. Ja, da würde ich auf den, wie funktioniert das mit, wenn ich jetzt auf den, sage ich, würde den Charge, also schnell auf den zurennen und mit Schwung den schlagen, gibt das nochmal einen speziellen Effekt? Chargen, ja, dann würdest oder? Du einen positiven Flip bekommen auf deinen, okay. Ja. Auf deinen Angriff. Angriff, genau. Mhm. Ja, dann würde ich das auf den, der mich mit dem, weiß nicht, wie weit er weg ist, der mich mit dem Eispickel beschossen hat, drauf zurennen, aus im Laufen, den Buckler vorher weggesteckt haben, weil ich ja eigentlich, und dann beim Laufen mit beiden Händen, mit der Hand ausholen und den einmal von oben quer genau. Runterziehend. Du ziehst schlagen. Eine 4 und eine 11. Mhm. 11 Buch, ja. Falls es irgendwelche Trigger. Nee, ich habe keine Trigger leider. Okay, das ist dann 11 plus dein Attackewert. Das wäre dann 15. 15, das heißt 5 Unterschied ist noch ein ist das straight? Nee, ist noch eine negative. Aber für den Charge, jetzt habe ich schon gezogen. So, für den Charge kriegst du wieder positiv. Du hast eigentlich negativ, also ist es ein normaler Flip. Eine 6 Buch. Das heißt Medium Schaden. Medium Schaden, das heißt, es wären dann 3. 3 Schaden für das Ding. 3 Schaden für das Vieh, genau. Oh, damit hackst du dem quasi den Kopf ab. Oh. Und macht es wieder. Aha. Und ich denke, da werden Serge und du irgendwie einen Schaden kriegen und Slow. Ja.
Das ist sehr schön, gerade jetzt von den ganzen Explosionen um ihn herum mehr Schaden als von den Viechern selber. Ich ja auch. Ja. Ja, da hatte ich doch eine kurze Frage, wenn ich da gerade intervenieren darf. Ja. Wie funktioniert, also ich habe ja 4 Wunden. Ja. Das heißt, ich habe jetzt schon 3-mal Schaden abbekommen. Ja. Und beim nächsten wärst du außer Gefecht, genau. Okay, ich bin also ziemlich kurz davor, hier groß zu erfrieren, okay. Ja. Könntest eine Heilungsaktion machen. Beim in der nächsten kannst du versuchen, dich so zu verbinden oder so irgendwie, ja, deine Wunden zu versorgen. Wie viele Lebenspunkte hat Ava schon verloren? Hat das noch? Ich habe 2 von 7 verloren. 2 von 7. Okay. 7 Schaden, ne? Das ist halt nicht schlecht. Guardsman, ne? Und wie viel Balthasar hat, wie viel? Ich habe 4 und 1 verloren. Ja, das macht schon einen Unterschied. Ne? Mhm. Ja, müsst ihr Ava vorschicken. Ja, ja, aber das sind also jetzt auch erstmal die in eurer Nähe standen. Balthasar ist aber noch dran. Also, wie viel Reichweite hast du mit deinem Schuss? 12. Das heißt, du kannst locker noch die anderen 3 beschießen, die noch da sind. Das würde ich auch machen. Also ich würde mich einmal umschauen, ob nicht vielleicht mich was von hinten überraschen könnte. Aber das scheint nicht der Fall zu sein. Und dann würde ich mir Dann würde ich mir einfach einen von denen in der Entfernung picken und da mal drauf schießen. Mhm. Eine 6 Crow. Okay, ich habe 5. Das heißt, du triffst. Also 11, genau. Ich könnte einen Trigger machen, aber mit der Crow? Ich finde es, ja, aber ich glaube, es ist irgendwie Quatsch. Also ich mache dann 0 Schaden, aber dafür bekommt der Slow. Oh, kann er halt noch eine Aktion machen. Ja, ja, aber, also, ich nutze den ja jetzt, den den Kopf ab, insofern. Okay, ja. Super slow kriegt er jetzt. Genau. Du siehst den schwarzen Joker, das ist 0 Schaden. So kann nicht sein. Wegnutzen. Aber er ist weg. Hättest du mal den Trigger genommen. Darf ich den Trigger geworden? Jetzt noch aktivieren? Wahrscheinlich nicht. Was ist los hier? Na gut. Oh, ich blamier mich hier direkt. Weil die hohen Karten sind anfangs paar sind jetzt weg. Ja. Irgendjemand hat ja die ganzen 13 Joker schon gezogen. Der rote Joker ist noch da, der ist auch dann irgendwann fällig. Schauen wir mal wann. Okay, ja gut, ich würde aber vielleicht noch einmal kurz rüberrufen, so, kommt hier hinter, es ist, ist einigermaßen sicher oder so, würde ich den mal als Zeichen geben, falls sich jemand in Sicherheit bringen möchte. Ja. Ja. Ein weiterer Eisgolem wird von den Guildguards getötet. Allerdings fallen auch 2 von den Guildguards durch die Explosion um. Und dadurch ist nur noch eine Guardsman da, aber auch nur noch 2 von den Schneemännern. Und die sind jetzt dran. Und der eine befasst sich mit dem letzten Guardsman. Und der andere würde... Oh, was ist denn jetzt gefährlich hier? Serge ist fast hin. Am gefährlichsten ist, glaube ich, die Guildguard-Frau. Das heißt, das Eisgeschoss kommt gegen sie und der Defense-Flip zeigt mir eine 3-Mask. Der hat sich auch nicht bewegt, der Eismann. Das heißt, er kann das danach nochmal machen. Du bist gemutet. Mann, ich brauche immer noch die 10 respektive eine 9, ne? Eine 9 für einen super Streifschuss und für, wobei der rote Joker noch im Deck ist. Ja. Nee, ich komme tatsächlich nur auf, ich will jetzt noch eine hohe Karte hier liegen. Weil ich komme nicht mit meinen sonst nur auf 7. Das wäre doof. Ja. Na, schauen wir mal, was er an Schaden bringt. Ich mache jetzt. Okay, du bist also auf 7, er ist auf 9. Mhm. Das ist ein negativer Schadensflip. Hast du irgendwas wie Hard to Wound oder sowas? Nee. Nope.
Dann zieht er eine 4 mit schwachen Schaden. Das ist, Das ist gerade kein Close Combat, ne? Nein. Nee, das ist ein Fernkampf. Schade. Genau. Das ist andere Fairness. Weak Schaden, das heißt, du kriegst einen Schaden davon. Okay. Und der zweite Schuss hinterher. Da kommt der rote Joker mit einer 14. Ist ja gut für die Verteidigung. Also locker verteidigt. Das ist ein Defensiv-Trigger. Ich habe keine Trigger. Ach so, du hast keine. Ah, schade. Ich weiß nicht, die Trigger gehen ab oder gehen Trigger du ab? Du hattest doch eine Rüstung, ne? Hatten die Rüstungen keine Defensiv? Stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Moment. Charakter. Weil der rote Joker hat ja alle Suits. Das heißt, du wirst auf jeden Fall was aktivieren genau, können. Genau, Moment. Ja, da muss ich ganz gerade mal kurz ins Regelwerk gucken. Dort, Moment. Equipment. Armor. Light protected. Das heißt, protected. The character ignores first critical effect, but not damage generated with the noted suit during each dramatic time. Aber ich krieg. Das ist das. Würdest du quasi einen Effekt, wenn der nochmal einen Effekt machen würde, würdest du den ignorieren. Genau, aber sonst. Macht er aber nicht, weil er trifft dich ja eh nicht. Ja. Genau, gekonnt ausgewichen. Ja, okay. Dagegen Schildbuckler so abgewehrt irgendwo hin. Alles klar. Gut, dann ist das schon mal glimpflich ausgegangen. Und Serge ist wieder dran. Rappelt sich wieder hoch, nachdem er von dem nächsten Blast getroffen worden ist. Die Explosion dieser Viecher ist schlimmer als die Viecher selber. Ja, ich bin nur am Zittern, friere voll und hab halt Balthasars Empfehlung gehört und hechte zitternd mit so blauen Lippen schon über die Tische, die er da umgeworfen hat ruft dann noch so Merde. Französisch für, das lief nicht gut. Ja, du bist ja auch slow, das heißt, du kannst da gerade so hinterkrabbeln. Ja, und Ava ist nochmal dran. Ja, ich würde dann auf den nächsten Schneemann zu chargen tatsächlich wieder. Mhm, was hast du für eine Reichweite? Zwei. Also für den Gegner wird er anlaufen. Ach, also Charge ist 4, genau. Okay, damit kommst du auch an den ran. Okay. Und kriegst dann wieder den positiven Flip. Das wäre eine 10 Crow oder eine 8 Ramp, je nachdem, was du haben möchtest. Aber du eh keine Trigger hast, ist, glaube ich, egal. Du nimmst die 10, ne? Jo. 10 mit. Wenn dann 15. 15, das heißt, 5 Unterschied ist wieder ein Negativ-Flip. Für den Charge wieder positiv, das heißt insgesamt neutral. Weak Schaden. Mit einer 4. Ja, 2 Damage. Könntest du cheaten von der Hand, wenn du wolltest? Ja, ich bewahre mir den hohen Wert tatsächlich lieber für was anderes auf. Okay. Also der Kampf ist bald vorbei, deswegen dann könntet ihr eh nachziehen, also von daher. Ach so, ja, dann gehe ich auf hoch. Okay. Mit einer Buben, einer 11. Mhm. Das heißt, ich mache Severe Damage. Was das beim Schwert dann, beim Schwert sind das 4. Damit zerklopfst du das Ding. Ja. Und es explodiert wieder. Du kriegst wieder einen Schaden und Slow. Ja. So, dann habe ich auch 4 Damage gefressen und immer noch 3. Der Tank. Tank. Genau deswegen. So, und Balthasar. Komm, das geht besser als mit dem schwarzen Joker. Einer ist noch da. Ja, also, so viel schlechter kann es jetzt ja eigentlich nicht mehr werden. Also ich würde jetzt einfach noch mal schießen auf, wer auch immer noch da steht. Ja, einer einziger ist noch da. Ja, komm, den nehme ich jetzt mit. Los geht's. 9 Buch. Okay. Ja, plus 5 wäre das dann ja wieder. Mhm. Das heißt, du hast eine 14, wäre ein Negativ-Flip. Und das ist eine 7 Maske für den Schaden, das heißt mittlerer Schaden. Das wären dann 3. 3 Schaden. 1, 2, 3. Damit explodiert der auch. Und tötet damit den Guardsman, der vor ihm steht. Ich ziehe so kurz den Cowboy-Hut hoch und sage, gern geschehen.
Ja, alle Schneemänner hin, alle Guardsmen, die da waren, hin, aber ihr lebt noch. Ja, und natürlich, die Leute sind in alle Richtungen verschwunden. Es ist so eine gespenstische Stille jetzt auf dem Platz. Sag mal, Serge, geht's dir gut? Du siehst ein bisschen fröstelig aus. Oh, mon Dieu, das ist fast wieder heim. Wow. Aber es geht. Es geht. Ja. Was war hier nur los? Ich weiß es nicht, aber ich sag mal Ava, so, die Feste, die hier feiern, die haben eine ganz besondere Note. Ja, Ava wird dann wieder zu euch zurückkommen. Sie ist ja auf den einen noch gecharged. Ja, ich würde mal sagen, schöne Grüße von der December Force, oder wie heißt die Nummer genau? Cult of December, ja. Vom Cult of December. Ich würde dann mal sagen, das waren die Grüße vom Cult of December. Ja, so viel dazu. Ja, ich hoffe, dem haben wir gut zurückgegrüßt. Und ich wollte es auf meine Schrotflinte. Die Frage, wie viele von den Viecher noch in der Stadt unterwegs Ava sind. Ava und Serge hatten den ja gesehen, ne? Also könnt beide noch mal Moment. Da ist es nicht. Wo ist denn der Notice, den ich brauche? Kurz mal gucken. Ne? Ich finde es gerade nicht. Ich sag einfach mal den. Ach, da oben steht es. Notice 11. Und ihr könnt gerade, weil die Szene geswitcht ist, jetzt auch wieder nachziehen von eurem Fate Deck. Heißt das, wir füllen jetzt einfach nur wieder auf 3 auf und behalten die Karten? Genau, ja. Die Karten, die ihr eben benutzt habt, bleiben auf dem Ablagestapel und ihr zieht einfach nach. Mhm. Und einmal Notice für Ava mit einer 1 Mask. Kommt da, glaube ich, nicht viel bei rum. Nö, ich bin nämlich auf 1. Das wären 5. Dann würde ich tatsächlich, wenn mich das interessiert, die nächste Karte 10. Ja. Dann würde ich auf 14 kommen. Mhm. Damit drüber. Und der Serge zieht einen 13 Crow. Damit ja, da kommt noch eine 2 drauf. Also, ja, ich kriege wohl wieder alles mit. Schön, schön, sauber. Ja, dann ist euch beiden, die ihr den ja eben gesehen hatten, jetzt wo Ava nochmal so sagt, so eine schöne Grüße vom Cult of December. Corley, du warst gerade gemutet. Entschuldigung. Der sah schon so aus wie jemand vom Cult of December. Das ist richtig. Allerdings, irgendwas war off mit dem. Also irgendwas war komisch. Vielleicht fällt es Serge irgendwie, der ein Auge für sowas er hat, irgendwie vielleicht eher auf als Ava. Ava, vielleicht fällt dir auf, dass es irgendwie, ja, du hast noch nie Leute vom Cult of December irgendwie in freier Wildbahn gesehen. Vielleicht, du hast die immer nur zusammengeschlagen in den Gefängniszellen irgendwie erlebt oder so. Da waren die ganzen Klamotten von denen schon ein bisschen ramponierter. Dann ist dir aufgefallen, dass die Klamotten, die der getragen hat, relativ gut aussahen und unbenutzt. Und Serge hat halt wirklich erkannt, dass das irgendwie ein sehr, sehr hochwertiges Anfertigung war. Was jetzt nicht unbedingt dafür sprechen würde, dass so eine Untergrundorganisation, die sich denn ständig irgendwo in der Schneewildnis herumtreibt, dass das jemand davon wäre. Während ich meine Schrotflinte versuche, mit zittrigen Händen nachzuladen, aber habt ihr gesehen, dass der ganz schön gut gekleidet war, dieser Cult of December Mensch. Ja, jetzt wo du sagst, der hatte tatsächlich, sah das alles ein bisschen arg sauber aus für das, was ich so gesehen habe in den Zellen die letzten Tage. Also, ja, irgendjemand meint, spielt vielleicht ein Spiel mit uns oder mit der Gilde. Ja, dann erstmal einen Glühwein zum Aufwärmen.
Glühwein klingt, Punsch, ja, klingt gut. Und irgendwie. Einige der Tische sind umgestoßen, auch die Verkaufsleute oder die Ausschankleute sind auch alle weggelaufen. Man hat die Susan auch in Sicherheit gebracht, oder die hat sich selber in Sicherheit gebracht. Ja, steht dann irgendwie in der Sonne, kommt dann irgendwie auf den Platz gelaufen, weil es alles wieder in Ordnung ist. Und dann, oh mein Gott, was ist denn jetzt hier schon wieder passiert? Ich würde salutieren auf sie, dann auf sie zugehen. Ich grüße Sie, Miss Corin. Quali, du bist gemutet. Ja. Ja. Das, naja, es waren, Sie haben es ja sicherlich auch gesehen, Schneemänner, nur ob das jetzt der Kult war, ist, wir sind uns das da nicht so ganz. Was ist denn heute los? Erst dieser Resurrektionistenangriff und jetzt nur noch der Cult of December. Darf ich nachfragen, was genau die Resurrektionisten gemacht haben? Und, ich bin ja gerade nicht im Dienst. Die haben ein paar Straßen weiter ein Geschäft überfallen. Mehrere Zombies sind gesichtet worden. Wir haben die Death Marshals gerufen. Okay. Was, wissen Sie, was gestohlen wurde? Nein, es wurde nichts gestohlen, aber... Einfach nur? Die sind Zombies halt aufgetaucht und haben die Leute angegriffen. Diese Frauen-Zombies. Okay. Bestimmt dieser Seamus dahinter. Okay. Das klingt ja nicht nett und fast wie eine Ablenkung. Sorry. Okay. Also sehr schön, das so alles so ein bisschen mit. Versucht sich zusammenzureißen und versucht halt Größe zu bewahren, während er dann gehobenen Hauptes da trotz der vermutlich auch inneren Erfrierungen bestimmt paar Schmerzen noch leidet, aber zu der Frau zu gehen und dann so überschwänglich frohen Mutes so: Hallo, ich bin Serge Boulanger, das sind meine Freunde Balthasar und die Frau Soldatin Hennings. Freut mich, Ihre Bekanntschaft zu machen, Frau Corin. Ja, danke schön, dass ihr uns geholfen habt. Geht es euch gut? Immer wieder gern. Ja, also das war schon eine ziemlich eisige Angelegenheit gerade. Ja, lasst mich euch kurz, wo hat das Ding euch, da hat es euch getroffen, wartet mal. Nimmt so ein, kramt so in ihrer Tasche, in ihrer Handtasche rum und holt so ein, so einen murmelgroßen Seelenstein heraus, der so leicht grünlich schimmert und hält den so in der Faust und hält so ihre andere Hand so an deine Brust und gibt dir einen Heilspruch und zwei Lebenspunkte zurück. Ja, die Farbe kehrt wieder zu meinen Lippen und Fingern und dem ganzen Gesicht zurück und die innere Wärme und so. Wow. Öffnet die andere Hand wieder und ihr seht, wie dieses Glimmen in dieser Murmelstein halt aufgehört hat und das einfach nur noch so eine leere Hülle ist. Steckt das Ding wieder weg. Oh, vielen Dank, Frau Corin. Ein ganz schön heißer Feger. Das Mindeste, was ich für meine Retter tun kann, oder? Aber Hinks hatte ich nur den einen. Tut mir leid, Frau Hennings. Und Sie da hinten sind? Balthasar. Sagen Sie, Lady. Nö, alles in Ordnung. Fanden Sie es nicht vielleicht etwas fahrlässig, hier die Hälfte Ihrer Wachen abzuziehen an so einem, bei so einem Menschenauflauf? Naja, wenn da hätte man doch drauf kommen können. Wenn diese Zombies hier die Straßen unsicher gemacht hätten, wäre es genauso schlimm gewesen, oder nicht? Das wage ich zu bezweifeln. Sage ich einfach mal. Sie kommen nicht. Wer von kann hier, denn oder? Dahinter stecken? Wie lange sind Wer Sie kann hier? Denn. Ich bin noch nicht lange hier. Ja, dann und ich sage mal, so ein Weihnachtsfest habe ich noch nicht gefeiert. Nee. Ja. Nur hören sagen. Stellen Sie sich vor, es sind wiederbelebte tote Frauen, die Ihnen
naja, alles abbeißen, was ihnen lieb ist, wenn sie ihnen zu nahe kommen. Dann, das klingt mir so, als wäre es mir am liebsten, wenn sie mir gar nicht zu nahe kommen, ehrlicherweise. Aber sagen Sie doch mal. Wir haben als Gilde dafür gesorgt, dass sie dann drüben die paar Straßen weiter keine Leute angreifen konnten. Ja gut, dafür ist jetzt hier die Weihnachtsfeier in die Luft gegangen. Wer kann denn, dahinter stecken? Ja, ich weiß nicht. Sie müssen doch sicherlich eine Ahnung haben, wer hier Interesse daran haben könnte, die Gilde schlecht dastehen zu lassen. Naja, die Zombies sind ja nun ein Ausdruck für die Resurrektionisten. Allerdings diese Schneemänner hier eher, weiß ich nicht, Arkanisten, Cult of December vielleicht. Ja, diese Vermutung hatten wir auch, nur wir haben jemanden gesehen, bevor das hier alles aus dem Ruder lief, nenne ich es mal. Allerdings war der, wissen Sie, ob es unterschiedliche Ränge bei diesen Leuten gibt? Weil, naja, was so bei uns im Knast sitzt, hat deutlich zerfetztere und zerfleddertere Kleidung als wie derjenige, der da das Ganze hier wohl vermutlich ausgelöst hat. Ja, natürlich haben sie Ränge, aber ich weiß nicht, ob sich das in der Kleidung niederschlägt. Ich weiß von dieser Rasputina, die ihre Anführerin, die Eishexe. Okay. Okay. Aber man hat sie noch nicht wirklich wahrscheinlich gesehen oder zu fassen gekriegt oder weiß, wo sie sich aufhält. Nein, wenn wir wüssten, wo sie sich aufhält, hätten wir sie schon längst festgesetzt. Ja, genau. Nun gut. Sagen Sie, dieser Anschlag, wurde da irgendetwas Auffälliges gefunden? Welcher? Hier? Oder der ein paar Straßen weiter in dem Geschäft. Ich habe noch keinen Bericht bekommen. Wie lange dauert das, etwa einen Bericht zu bekommen? Oder ist es schneller, wenn wir einfach mal selber schnell da vorbeischauen? Die Death Marshals kümmern sich darum. Die sind nicht sonderlich gesprächig. Wahrscheinlich werde ich dann irgendwann morgen oder so einen Bericht kriegen. Mhm. Ja, bei den Death Marshals geht ja wahrscheinlich bei Serge und Ava, die schon länger in der Stadt sind, so ein bisschen so. Speziell. Die sind speziell. Death Marshals müsst ihr euch so vorstellen, das sind halt Halb-Untote, die Untote jagen. Manchmal erscheinen kommen halt in unterschiedlichen Formen. Die meisten, die hier so rumlaufen, sind halt mit so langen Mänteln und großen, lang gefächerten Hüten. Und oft sieht man sie mit einem Totenschädel unter dem Hut, der leicht in Flammen steht. Man weiß nicht, ob es eine Maske ist oder ob die wirklich so sind. Ja, Balthasar, lass doch die Frau erstmal zur Luft kommen. Da, es klingt so, als wäre da ganz schön was los da drüben. Mhm. Vielleicht gehen wir einfach mal selber hin. Miss, haben Sie noch irgendwo Wachen, die Sie sicher in Sicherheit begleiten können? Oder? Ich werde ins Hauptquartier zurückkehren. Gut. Brauchen Sie dafür Begleitschutz? Wollte ich gerade fragen, sollen wir Sie dorthin begleiten? Weiß ich nicht, ob nicht ist ja nun alles erledigt oder nicht. Wer weiß, ob nicht unterwegs noch irgendwer auflauert, wenn Sie das Ziel waren. Ich würde sagen, Sie schauen sich hier ein bisschen um und versuchen rauszukriegen, wer dahinter steckt. Und erstatten mir dann Bericht. Ich würde auch ordentlich ein paar Guild-Stripes dafür springen lassen, wenn Sie den Verantwortlichen finden. Können wir tun. Ich weiß nicht, guck die Jungs an. Klingt gut. Aber dann, Frau Curran, behalten Sie die Schneemänner auf dem Weg im Auge. Die scheinen hier irgendwie ein Eigenleben zu entwickeln. Mach ich. Dann sehen wir uns entweder noch heute oder morgen. Ja. Okay. Eva salutiert nochmal und
dann warten, was die Jungs noch tun. Ja, also von den Schneemännern ist hier aus nach diesen Explosionen halt auch nicht mehr viel übergeblieben, außer denen halt diese Teile, die man an denen angesteckt hatten. Hier und da liegen noch die Hüte rum, die auf hatten. Und ja, vielleicht ein paar Karotten oder so, die mal in der Nase waren. Und die Frau Curran ist jetzt schon auf ihrem Weg. Genau, oder? Die geht dann. Ja, Soldatin Hennings, dann halten wir uns mal bei Ihnen. Die scheinen ja ganz gut sich auszukennen. Übrigens, das ist Balthasar. Ich glaube, wir haben uns noch gar nicht vorgestellt. Freut mich, Hennings. Hennings reicht übrigens völlig. Irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr gute Feststellung, Balthasar, das hast du gut erkannt. Danke. Diese Schneemänner, die einfach zum Leben erwachen, das ist ja nicht so normal. Ihr sagtet, ihr habt da hinten jemanden stehen sehen. Vielleicht gehen wir da mal kurz hin und schauen, ob die zufällig einen Ausweis haben fallen lassen oder so. Ja, aber ich würde mir gerade noch mal die Schramme hier verarzten, wenn das möglich ist. Oder die Schrammen an den Beinen verarzten von den Explosionen. Hast du Kowali, Healing? Du bist... Ne, stimmt. Healing habe ich tatsächlich nicht. Kann man irgendwie die Beine verarzten? Ja, ich mache mal einen Negativ-Flip für dich. Okay. Einen kriegst du zurück. Ja. Okay. Machen wir das so. Nicht kurz so mit provisorisch dir das Bein verarztest. Ja, halt ein Stück. So eine Eule etwas... Stück Stoff von irgendwo abreißen und dann das verbinden. Gut, dann lass uns mal darüber in die Gasse gehen. Ja. Gasse ist leer. Ja, ich würde... Will jemand Spuren suchen? Kann das jemand? Tracking? Nee. Ich habe da leider keine Kenntnisse drin. Aber ich würde mich trotzdem umschauen. Vielleicht fällt mir irgendwas auf, irgendwelche Fußspuren. Ich meine, es ist Winter. Die sollte ich vielleicht auch einfach so lesen. Hier sind ein Haufen Fußspuren, weil sind ja auch ein Haufen Leute langgelaufen. Irgendwie wahrscheinlich die ganzen Leute, die geflohen sind. Kann ich noch ausmachen oder mich daran erinnern, in welche Richtung die Gestalt entschwunden ist? Ja, die Gasse rein, die er jetzt reinschaut. Ja, quasi also, genau entgegengesetzt zu der Richtung, wo die Guildguards in die Straße verschwunden sind, wo die Zombies waren. Das heißt, diese Gasse ist quasi eine T-Kreuzung oder irgendwo, oder wie kann man sich das... Das ist ein großer Platz und der ja. Einstand, also überall gehen Gassen so ab. Und, okay. Die Guildguards sind Richtung Norden und der stand in der Richtung Nordosten oder sowas. Ja. Okay, jetzt habe ich doch ein Bild zu. Ja. Gut. Hennings, Balthasar. Die Gasse Hennings. Hier, da ist der rein, ne? Ja. Hennings reicht vollkommen. Was Offensichtliches sehen wir nicht, oder? Also irgendwie was rumliegen oder so. Wir sehen Fußspuren, aber können da nichts. Das Einzige, was man noch sieht, sind halt die Überreste von den Schneemännern. Die hier überall rumliegen. Halt auf dem Platz noch, in der Gasse jetzt nicht. Irgendwas sagt mir, wir sollten diesen anderen Vorfall genauer untersuchen. Den mit den Frauenzombies? Ja, es scheint doch ein Ablenkungsmanöver gewesen zu sein. Dann bitte. Das ist die andere Gasse und dann müssen wir mal schauen. Es wird wahrscheinlich sehr klar ersichtlich sein, wo die eingebrochen sind. Ja, aber dann müssen wir uns nur mit diesen Death Guards unterhalten. Diese gesprächigen Typen. Ja, oder ich könnte auch versuchen, mich da vorbeizuschleichen oder so, wenn das geht. Mal schauen. Wir können ja von Weitem uns mal die Lage anschauen. Die Frage ist, ich denke, ich kriege aus denen noch ein paar Infos raus.
Wenn sie denn noch da sind und die Zombies nicht gejagt haben, also lass uns doch einfach mal schauen gehen. Death Marshall sind auch bekannt dafür, die tragen halt auch so einen großen Sarg auf dem Rücken, dass sie ihre Gegner gerne mal da reinstecken und die dann damit irgendwo in das Death Marshall Hauptquartier in der Gilde bringen. Wer weiß, was da drin passiert? Niemand weiß es. Die wenigsten kommen davon wieder raus. Völlig verrückte Leute. Crazy. Okay. Ja, dann, ich glaube, dann gehen wir da hin, oder? Sind wir uns einig? Ja. Wenn ihr dann dort ankommt, seht ihr noch ein paar von den Gildenleuten, die noch ein paar Leute am Befragen sind. Seht ein paar Leichen auf dem Boden, irgendwie in feine Kleider gehüllte Frauen, die auf dem Boden liegen mit großen Einschusslöchern in den Kleidern. Allerdings sind die Gesichter und die Arme und so schon ziemlich verrottet. Also die sind jetzt nicht gerade frisch gestorben. Hängt so teilweise in Fetzen so die Haut so vom Knochen ab und so. Aber dafür sind sie ziemlich schick angezogen. Gewesen. Oh Mann, steht da irgendwas in dem Laden dran, von wem der Laden ist, wenn man da jetzt sich das anschaut? Da sind mehrere Läden, es sind wohl so Lebensmittelgeschäfte. Sieht das so aus, als hätten die explizit sich einen Laden zum Angreifen ausgesucht oder die sind einfach nur in der Gegend gewesen und haben da Leute befallen? Anscheinend, wenn du die Guild Guards da befragt, dann ist es wohl so gewesen, dass die einfach da aufgetaucht sind, also dass die einen Report bekommen haben, da sind diese Zombies in dieser Straße und dann sind die halt sehr schnell, haben die reagiert, sind die dahin und haben die halt sofort bekämpft und dann kamen die Death Marshals und haben den Rest erledigt. Das ist das Bild, was sich gibt. Und da sind jetzt auch noch Death Marshals da oder sind die alle schon wieder abgezogen? Die sind schon wieder weg. Die sind schon wieder weg. Dann würde ich, wenn gerade keiner von den offiziellen Wachen hinschaut, mir mal eine von den toten und untoten Frauen dort genauer anschauen, wenn die irgendwie das entsprechend höherwertige Outfit tragen. Vielleicht kriege ich noch ein paar Infos, wo die eigentlich herkommen. Ich höre dich gerade nicht. Quali, du bist gemutet. Stitching und sowas hattest du nicht. Ja, dann ist halt irgendwie das eindeutig eine halb verrottete Frauenleiche in einem relativ hochwertigen Kleid, was man der Frau wahrscheinlich später erst angezogen hat. Also nachdem die eigentlich mal verstorben war. Und dass Herrscher schon ein bisschen länger in der Stadt ist und Ava wird das halt auch irgendwie rauskriegen. Das ist halt das typische Zeichen für die Untoten, die dieser Massenmörder Seamus halt um sich herum versammelt. Das wurde ja auch schon gesagt, glaube ich, ne? Also genau. Balthasar müsste das jetzt auch wissen, ja. Er hat das ja auch gehört. Hm? Ja, ach, und der Nächste lässt grüßen. Sag mal, dieser Seamus, man weiß nicht zufällig, wo der sich aufhält. Naja, weil sonst würde er ja wahrscheinlich Verbrecher hier nicht frei rum. Ganz Malifaux, also ja, nein, man weiß nicht, wo er ist. Sonst hätte man ihn schon längst vorne am Begrüßungsbaum aufgeknüpft. Ja, dann, also das sieht ja so aus, als wären diese armen Frauen hier, mon Dieu, mit einem fast wie Puppen behandelt worden. Mhm. Also sollte ja irgendjemand, vielleicht dieser Seamus oder Handlanger von ihm, Frauenkleidung, hochwertige Frauenkleidung en masse kaufen. Vielleicht können wir darüber. Jo. Obwohl das vermutlich die Gilde auch schon versucht haben könnte. Ist die Gilde Kompetenz, Henning?
Weiß ich da, ob da was in die Richtung unternommen wurde, da mal nachzuforschen? Nochmal genau was? Wer die Kleider, also die Kleider, wo die herkommen, ob die gekauft wurden, weil das hat der Ach Serge so. gerade angebracht. Ja, unterschiedlich, also zumindest aus der Historie. Wenn ihr das jetzt irgendwie so versucht rauszufinden, irgendwie ein Markenzeichen oder so versucht da rauszufinden, könnte man Notice gegen die Elf machen. Das wäre jetzt meine nächste Option, mein nächster Vielleicht Wunsch Serge gewesen, zuerst, weil einmal. er zuerst geschaut hat. Genau. Mit einer Elf-Maske. Und da kommen noch zwei drauf. Das Sind heißt, wir du bei hast es locker 13. geschafft. Dann findest du ein Firmenetikett. Moment, ich muss das gerade mal schauen. Von. Na? Wo ist es denn? Ich muss es finden. House of Stitching and Hats heißt die Firma. Mindy's House of Stitching and Hats. Also Mindys Schneiderei für alles Mögliche und Hüte. Ja, das klingt auch Mindys. Die Schneider hat anscheinend diese Kleider. Da können wir mal nachschauen. Mal schauen, ob die ausschließlich Kleider schneidert oder auch noch andere Dinge. Die wird bestimmt Buch führen über zahlungskräftige Kundschaft. Naja, Stimmt. je nachdem wird kein Buch geführt. Oder das. Oder das. Aber dann würde ich das trotzdem im Kopf haben. Irgendwer wird da schon Das was stimmt wissen. wohl. Das stimmt wohl. Wenn ihr. Und ich denke, wir haben ausreichend überzeugende Argumente, um eventuelle Infos doch zu bekommen. Wenn ihr, wenn ihr dieses Geschäft sucht, wird man eigentlich relativ schnell auch sagen können, wo sich das befindet. Die ist nämlich relativ bekannt. Und wenn ihr da ankommt, seht ihr ein zweigeschossiges Haus aus roten Ziegeln gefertigt. Aber anders als die anderen Geschäfte, die rundherum sind, ist in so einem Handwerkerviertel. Ist ihr Gebäude so ein bisschen in den Boden eingesunken. Das heißt, man muss so die Front dort durch so eine kleine Treppe nach unten betreten. Ja, wenn ihr heruntergeht, sieht man große Schaufenster, wo so Puppen drinstehen mit so Kleidern und halt auch mehrere so Hüte irgendwie ausgestellt sind. Und auch wenn ihr reingeht, so der Verkaufsraum zeigt auch sehr, sehr viel Fashion für alle möglichen Anlässe, Kleider für Kinder, aber auch für Erwachsene. Und so eine ganze Sektion, so eine ganze Wand irgendwie mit verschiedenen Arten von Kopfbedeckung, so Damenhüte, aber auch für Herren Zylinder. Und hier kann euch auf jeden Fall auffallen, dass einige von diesen Zylindern Ähnlichkeit aufweisen mit den Zylindern, die die Schneemänner getragen haben. Wie wollen wir hier jetzt vorgehen? Wollen wir direkt die Waffen ziehen oder erstmal höflich? Höflich? Also, Ja. aber habt ihr die Hüte bemerkt? Ja, die sind Die irgendwie. Hüte sind übrigens teilweise auf so Wachsköpfen aufgestellt und diese Köpfe sehen sehr lebensecht aus. Und im ersten, wenn man das ersten Augenblick drauf guckt, sehen die aus, als wären sie noch richtige Köpfe. Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Ja, auch nicht. Das ist alles ein bisschen zu nah beieinander hier. Serge, du bist doch gut mit im Reden. Versuch doch mal an ein paar Infos zu kommen. Wenn das nicht klappt, dann habe ich hier den Backup-Plan und ich tätsche so meinen Revolver. Ja, ich habe auch den Backup-Plan
und weise so auf die versteckte Schrotflinte in meinem Mantel hin. Ach, und würde sagen, okay. Die auch so klein. Bitte? Bestimmt. Sie kriegen die bestimmt auch erst so, auch so klein. Ja, ja. Okay, ihr zwei, tut so, als würdet ihr was kaufen wollen. Ich mache das auch mal und suche dann das Gespräch. Und schlender dann rüber zu den Zylindern. An der Verkaufstheke ist eine in sehr hochwertiges Kleid gekleidete junge, hübsche Frau, die dir irgendwie zulächelt, als du irgendwie näher kommst und dann irgendwie, guten Tag, die Herrschaften und Dame, wie kann ich helfen? Bonjour, Schönheit. Ich interessiere mich hier für die Zylinder. Die habe ich jetzt kürzlich ganz zahlreich gesehen und wollte mich mal mit der neuesten Mode beschäftigen. Ja, gerne, gerne. Ja, und mir sind die ganze Zeit aufgefallen auf dem Weihnachtsfest gerade, dem Ball von der Frau Coran. Da liefen Leute mit meinen Zylindern herum. Ja, könnte, also weniger laufen, weniger Leute, aber ja, die Zylinder waren auf jeden Fall da. Die saßen auf den Schneemännern. Sind sehr beliebt, ja. Ich habe gerade erst vor ein paar Tagen eine große Lieferung Zylinder verkauft. Aber die können noch die kaufen, die hier sind. Ah. Ja, das nehme ich auf jeden Fall in Betracht, dass ich mir so einen mitnehme. Aber ich würde auch gerne wissen, wer denn noch so großartig hier so große Ladungen an Zylinder kauft? Naja, also das ist Geschäftsgeheimnis. Ja, ich weiß. Ich bin ja selber Geschäftsmann. Dann wissen Sie ja, wie die Sache läuft. Genau, aber so unter Geschäftspersonen, da könnte man doch mal ein paar Kundengeheimnisse austauschen. Ja, wir machen mal eine Barter-Challenge gegen die 12. Hast du das? Ich hatte da, glaube ich, auch ein Pünktchen drauf. Nee, hatte ich nicht. Da ist so eine 1 gezogen. Also irgendwie, ne? Dann bin ich jetzt bei 0. Okay. Zieht so eine Augenbraue hoch. Dabei fand ich das so überzeugend argumentiert. Also. Hervorragend, ne? Ja. Wenn ich jedem verraten würde, wer meine Großkunden sind, naja, also die kommen manchmal hier hin und wollen genau das, dass sie eben, naja, nicht genannt werden. So ist auch dieser Kunde. Verstehen Sie doch, als Geschäftsmann. Natürlich. Aber wissen Sie, was ich auch noch bin, neben Geschäftsmann? Ich verkaufe mich nicht, nämlich mich selbst. Ich bin Model. Und ich und der Zylinder, wir sehen halt hervorragend aus. Und Ihr Geschäftspartner könnte bestimmt von ein bisschen Marketing profitieren. Keine Ahnung, ich bin mir nicht sicher, ob Sie seine Hüte tragen wollen. Waren die zu groß? Zu klein? Ich glaube auch nicht, dass er die wirklich zum Tragen benutzt hat. Keine Ahnung, was er damit gemacht hat. Juckt mich auch nicht, ich mache die ja nur, aber würde davon abraten. Ah. Oh. Okay. Marco, Ali, hat die Tür eigentlich so ein Schloss, was man von innen abschließen kann? Also so die amerikanischen typischen Lockdinger? Ja, ja. Sind wir gerade allein in dem Laden? Mhm. Okay. Also während die etwas robustere Art kommen, oder was? Ja. Während dieses Gesprächs, bevor es jetzt gleich zum nächsten Schritt übergeht, wie auch immer der aussehen wird. Also ich bin währenddessen so im Laden so ein bisschen auf und ab gegangen und ich bin an diese Wachsfiguren wirklich so dicht rangegangen und habe mal so auf die Nase gestupst und ein bisschen gerochen und mal geguckt, ob mir irgendwas auffällt. So Wachs. Skeptisch, wie es nur geht. Das ist sehr, sehr gut gemachte Handarbeit, aber das ist tatsächlich Wachs, ja. Täuschend echt, also wie bei Madame Tussauds quasi. Ja, dann nicke ich anerkennt. Gutes Wachs. Gut, dann wird es Ava bei diesem Kommentar mit da hinten, was sie da hinten sich gehalten, also in der Nähe an der Tür gehalten hat, so die gesehen haben, dass sie die Luft tief eingesogen hat, so ein, oh, so auf dem Weg, so ein, ist jetzt nicht wahr?
wird dann unauffällig an der Tür vorbei, das zuklacken, sich rumdrehen und zum Tresen zurückkommen und auf den Tresen zugehen und sich auf den Tresen stellen und sagen, gute Frau. Jetzt habe ich den Faden verloren zwischen. Es wäre uns sehr und auch der Gilde sehr geholfen, wenn sie uns sagen könnten, wer die Hüte gekauft hat. Also, Sie wollen sich doch nicht mit der Gilde schlecht stellen, oder? Ganz im Gegenteil, ich komme hervorragend aus mit der Gilde. Naja, vielleicht nach diesem Abend nicht mehr. Was soll das denn heißen? Ich habe mich nicht zur Schule kommen lassen. Aber wenn Sie uns Informationen vorenthalten. Ich mache nur meine Geschäfte, das ist erlaubt. Ja, schon, aber... Wir können ja ins Geschäft kommen. Also ich könnte mal ganz kurz nach hinten gehen und dann zurückkommen und irgendwie vielleicht, sagen wir, irgendwas auf diesem Tresen vorfinden, was mich dazu bewegt, Ihnen ein paar Informationen zu geben. Ich würde gerne auf intimidaten quasi. Ja? Vielleicht hätte ich das vorher sagen müssen, bevor ich gesprochen habe. Ja, mach mal gegen die 14. Okay, dann zieh mir eine Karte. Eine 7. Arg. Nee, ich komme nur auf eine 10 und ich brauche nichts hier, um das zu cheaten. Funktioniert nicht. Ich habe nicht auch hier nur 7 und 1 liegen. Gott, die Frau ist echt schwer einzuschüchtern. Ja. Können wir unterstützen dabei? Ja, kannst du auch nochmal versuchen. Also ich würde auch mal den Revolver so vorblitzen lassen und mal so klacken lassen, ohne groß was zu sagen, um einfach zusätzlich zu versuchen, ein bisschen zu zeigen, wie die Situation für sie gerade ist. Soll das eine Drohung sein? Man sieht so ihre Hand so leicht unter dem Tresen verschwinden. Okay. nein, gute Frau, das ist keine Drohung. Die beiden sind nur das, nicht so den Geschäftsbeziehungen und den Geschäftsgebaren. Da sind sie nicht ganz so geübt drin wie wir. Ich gehe dann mal ganz kurz nach hinten und sie können sich was im Laden umschauen und vielleicht finde ich ja was, wenn ich zurückkehre. Ja, das eine Frau nach meinem Geschmack. Ich gehe kurz so irgendwie durch so eine kleine Tür nach hinten. Wie viel habt ihr dabei? Gar nichts. Ich möchte mal so über den Tresen spähen. Sie hat da eben drunter gegriffen. Ich will mal gucken, was da ist. Ja, ist eine Schrotflinte hinter dem Tresen. Eine Schrote. Ja, das ist doch super. Die findet sie Blank. Dann gleich auf dem Tresen, wenn sie wieder reinkommt. Oh Gott, also ihr seid wirklich beide blank. Ja, ich meine, ich habe jetzt nicht geguckt, wie viele ich jetzt ausgegeben habe, muss ich gestehen. Ja, ich glaube, ich habe den, also... Was ist denn, wie ist denn so das Verhältnis? Ich meine, wenn ich mir diese Preise angucke, wenn man sich das irgendwie so vorstellen kann, die Umrechnungsfaktor von diesen quasi Malifaux-Dollar zu normalem Geld oder zu den Scribes, zu einem Verhältnis irgendwie... Dass man sich das vorstellen kann, wie viel das ist. Ja, ich glaube so, ein Stripe müssten so in 50 Dollar oder so sein. Okay, krass. Ja, kommt. Ich habe gar nichts. Ja, ich bin auch was wir probieren könnten, wäre, wenn sie schon die Schrotflinte quasi unbewacht lässt, einfach versuchen, sie zu überwältigen. Ja. Während sie gerade nicht bei der Schrotflinte ist, sondern weiter hinten im Raum. Du willst die hinterher. Bei der Rückkehr. Also ich würde einfach mal. Ja, also die Schrotflinte musste ja nicht mehr liegen, wenn sie wiederkommt. Das wäre ja von uns fahrlässig. Genau, das wäre fahrlässig. Ich würde auf jeden Fall dann quasi hinter die Theke springen, dir die Schrotflinte geben, wenn ich die auch losbekomme, weil vermutlich ist es ein leichter Mechanismus. Und mich quasi. Du hörst dann von weitem, wenn du hinter die Theke gesprungen bist, aus diesem Hinterraum ein so ein Klacken von der Tür. Sie ist abgehauen. Okay. Ich guck mal in den Raum rein. Du schaust dann nach hinten, fass mir an die Stirn. So ein typisches,
so ein typisches, ja, so eine Arbeitsstube mit ganz vielen angefangenen Wachsfiguren und ganz vielen angefangenen Kleidungsstücken, ganz viele Hüte, die noch nicht ganz zu Ende genäht sind, ganz viele Stoffbahnen irgendwie an den Seiten. Ja, und eine Tür halt, eine Hintertür. Und die Lady leider nicht mehr. Merde! Hinterher! Jo, auch, was du auch noch sehen konntest, ist so ein Sekretär mit ganz viel Papierkram drauf. Okay. Hinterher? Ja, ihr lauft hinterher. Ich schaue mich hier noch ein bisschen um. Gut. Wo treffen wir uns wieder? Naja, wir werden uns schon finden. Hier? Wieder da. Gut. Eva springt dann über diesen Tisch drüber, ziemlich elegant. Was man ihr sogar nicht zugemutet hätte. Ich meine, mit Athletics 5er Wert sollte das machbar sein. Und, ach, deswegen blinkt das. Ja. Und wird dann halt eben durch die Tür rausrennen und in die Gasse eben dann gucken wollen, wo die Frau hin ist, ob sie sie noch sieht. Ja, bevor wir irgendwie schauen, was es hinter der Gasse zu sehen gibt, machen wir eine kurze Pause zum Bio wegbringen, was sich auch immer angesammelt hat. Bis gleich. Bis gleich. So, da sind wir wieder. War der Auftrag der Gruppe offiziell, da hätte man anfangen bringen, ja, hätte man? Haben sie jetzt, ja. Okay, Ava ist nach hinten weggespurtet und Balthasar und Serge wollten die Sachen kontrollieren oder wie war es jetzt genau? Ich würde auch mit rausgehen und okay, schauen, ob ich die noch irgendwo Serge sehe. Serge wollte innen alles abchecken. Genau, auf jeden Fall den Sekretär mit dem Papierkram noch mal ein bisschen näher beugen. Okay, dann seht ihr definitiv so ein kommt drauf an, wo guckst du zuerst, Serge? Innen drin, in dieser Stube hinten drin? Wo schaust du da zuerst nach? Im Sekretär. Im Sekretär. Ja, da findest du halt mehrere ganz normale Papierkram für Arbeiten, die sie gemacht hat. Mhm. Und wenn du es so ein bisschen durchschaust und findest du auch relativ schnell diesen Großauftrag mit Hüten. Und du findest, dass das gar kein normaler Auftrag war. Also es sind nicht nur ganz normale Hüte, die sie da hergestellt hat, sondern sie hat den Auftrag bekommen, einmal die Hüte herzustellen und zweitens die mit einem bestimmten, die zu verzaubern. Und du findest auch die Anweisungen, wie die zu verzaubern sind. Und wenn du magst, kannst du dir die Anweisungen dafür als Magiker eintragen bei dir, weil dann kannst du sie mittragen und lernen, wenn du das wolltest. Und zwar wäre das der Summon Gammon Magica. Und du kannst damit halt ein Konstrukt erschaffen. Das ist eine sogenannte Gammon. Das ist halt ein kleines Konstrukt aus elementarer Kraft. Wird das mal. Also es gibt halt Feuer, Eis, Luft und so weiter. Und braucht einen Intellekt Wurf gegen die 10 mit Buch, damit es klappt. Hat eine Reichweite von 5 Yards und braucht einen Action Point. Und der Gammon bleibt dann für 3 Turns, bevor er automatisch verschwindet. Außerdem findest du ein Imuto, das sind halt Verzauberungsvarianten. Und zwar den Elementar-Imuto für Eis und für längere Dauer.
Und wenn du jetzt irgendwie was mit Magie anfangen könntest, könntest du das sogar benutzen, wenn du das jetzt gelernt hast. Dadurch. Ich habe tatsächlich vermutlich nicht so wirklich viel Ahnung von Magie. So, und die hat anscheinend diese Hüte mit diesem mit dieser Magie halt verzaubert, sodass, wenn die Hüte halt irgendwie aufgesetzt wird und dann kann man so einen Trigger irgendwie auslösen und dann würden halt alles, was sich in dem Hut befindet, halt zum Leben erweckt quasi, was ihr ja irgendwie auch gesehen habt durch die Schneemänner. Und genau. Und sie, dann gibt es, also sind verschiedene Handschriften. Diese Magie-Sachen sind halt in einer anderen Handschrift als die normalen Unterlagen hier. Und es gibt halt eine ganz klare Anweisung, wie sie das zu machen hat. Und die Unterlagen sind dann unterschrieben mit einmal von Mindy, also von der Besitzerin des Ladens, und von einem sogenannten Edwin. Und zwar heißt der mit Nachnamen, mal gucken, Edwin Perry, der das wohl in Auftrag gegeben hat. Und genau. Edwin Perry. Jetzt muss ich wieder die andere Seite suchen, was da noch war. Und die Unterschrift von dem Edwin Perry sieht aus wie das, wie diese Magie-Zauberanweisung. Genau, ja, das ist so die gleiche Handschrift, genau. Mhm. Also der hat da ganz klare Anweisungen hinterlassen, wie das genau sein soll alles, und hat halt einen enorm hohen Preis dafür bezahlt. Das sind irgendwie einen fünfstelligen Guild-Stripes-Betrag, damit das alles so vonstatten geht, wie er sich das wünscht. Okay, ich stecke mir auf jeden Fall die ganzen magischen Sachen ein. Wer weiß, wozu die gut sind. Mhm. Und dann auch noch den Rest von dem Auftrag. Einfach so als Beweismaterial. Sehe ich noch irgendwas anderes von Interesse? Was du noch, wenn du ein bisschen länger irgendwie herumstöberst, findest du noch eindeutige Hinweise, dass Mindy anscheinend den Seamus kennt und öfters mal mit ihm verkehrt und in geschäftlicher Beziehung zu ihm steht? Oder? Naja, es ist, manche von den Schriftstücken wirken so wie naja, vielleicht eine romantische Beziehung oder so. Wobei du aus den Texten entnehmen kannst, dass das nicht immer zu jeder Zeit auf Gegenliebe stößt. Also wenn Serge das jetzt irgendwie tippen müsste, ist irgendwie, Mindy hat einen Crush auf den und der nutzt die halt hin und wieder mal, wenn ihm das so passt, aus. Oh, da läuft mir noch glatt kalt den Rücken runter. Und ich stecke auch das mit in eine von meinen vielen Mantel in den Taschen. Das weiß man ja. Und würde mich dann auch nach draußen begeben und gucken, ob ich die anderen beiden noch ausmachen kann. Ja, die anderen beiden sind raus auf die Straße getreten. Die Straße ist relativ stark bevölkert. Und zu eurem Leidwesen schaut ihr so ein bisschen durch die Menge und müsst erstmal einen Notice gegen die 10 erledigen, um zu schauen, ob ihr sie noch sehen könnt, die gute Dame. Für Ava wäre es eine 6. Was hast du in Notice? Du bist muted. Ich habe eine 4 und das wären dann genau 10. Genau 10, okay. Und Balthasar zieht eine 4, nicht ebenfalls, aber er zieht eine 4. Das wird wahrscheinlich dann nicht reichen, ne? Nee, ich habe 0. Wie viel muss ich erreichen? 10. Ava, ist es bei dir fehlgeschlagen? Nee, gerade nicht. Ist auf dem Punkt. Ja, dann muss ich ja jetzt nicht cheaten, ne? Dann sucht ihr eine ganze Zeit lang herum und es vergeht halt auch eine viel Zeit und dann irgendwann seht ihr halt, also beziehungsweise Ava sieht das, dass irgendwie irgendeine Gestalt auffällig
sehr weit weg von euch, aber noch halt wahrnehmbar in so einem Haus verschwindet. Okay, eventuell die Frau. Jo. Weil dieses Kleid hatte die gleiche Farbe wie das Kleid, das sie anhat. Gut, da vorne ist sie rein. Ja, und Ava wird halt einfach sich dann schneller in Bewegung setzen und da hinterher gehen. Man steht hier vor diesem Haus vor und es ist halt so ein verlassenes Haus. Es ist halt so zugenagelt. Also sowohl die Fenster als auch, ja, die Tür ist nicht zugenagelt, aber mit so Sperrband von der Gilde versehen, was aber an verschiedenen Stellen abgerissen ist, sodass man halt durchkommen könnte. Und auch das Siegel, was mal so über das Schloss geklebt war, ist halt aufgebrochen. Sie ist da ja reingelaufen, richtig? Ja, das hat Ava gesehen, ja. Sagt mir diese, das ist wahrscheinlich irgendein Haus, was die Gilde mal untersucht hat, da kann ich jetzt nicht. Ja, also wahrscheinlich irgendwie ein Crime Scene oder so. Ja. Deswegen auch zugenagelt, klar. Gut. Sie würde ihr Schwert ziehen, sich unter dem Band oder so ein bisschen durchducken, weil sie ist auch recht groß, ich weiß nicht, wie groß die Frau jetzt war. Und dann ist die Tür angelehnt oder ist die Tür wirklich komplett geschlossen? Die ist geschlossen, aber offen. Also du kannst sie halt öffnen. Also sie ist halt ins Schloss. Ich dann halt mit dem mitgezogenen Schwert entsprechend auch die Tür ein bisschen als Deckung nutzen, dann den Raum betreten. Drin bietet sich, geht Balthasar auch hinterher? Okay. Bietet sich euch dann ein merkwürdiges Bild, weil hier sind ja so ganz viele Wäscheleien und sowas gespannt. Irgendwie, es ist relativ eingefallen, also die Mauern sind teilweise, die Wände sind halt teilweise eingefallen. Die Stützmauern scheinen noch zu stehen, wenn auch die auch so leichte Risse schon haben. Und überall hat man so Leinen gespannt, wo auch so wirklich Stoffe dranhängen, was halt die Durchsicht durch die Räumlichkeiten etwas schwierig gestaltet. Und man sieht deutlich, dass da mehrere Figuren halt irgendwie stehen zwischen den Stoffen, die so halb durchsichtig sind. Da sind so dünne Leinenstoffe, die halt so ein bisschen die Sicht halt versperren, aber so erahnen lassen, was dahinter steht. Ich würde dann, wenn ich da drin bin, tatsächlich auch mal horchen wollen, ob ich irgendwo Schritte noch höre. Weiß nicht, was. In der Tat nicht mehr. Okay, hat ja eine ganze Ecke gebraucht, weil das ein bisschen weiter weg war, weil du hattest ja nur die Note ist ja nur gleich, deswegen. Und jetzt? Ich schaue zu Balthasar. Ja, ich glaube, wir sollten vielleicht dem Serge nochmal ein Zeichen geben, wo wir sind. Mach bevor das, wir hier weitermachen. Ich würde nochmal einen Schritt aus dem Haus wieder rausgehen und gucken, ob ich ihn vielleicht sehe. Ja, Serge ist ja noch in der Stube hinten. Das heißt, du wirst ihn auf der Straße wohl nicht sehen, ne? Nee, das ist schon klar, aber er kommt ja vielleicht da raus, früher oder später. Ach nee, wir haben gesagt, wir treffen uns da, ne? Smart. Ja, dann gebe ich ein Rauchzeichen. Nee. Ja, das habe ich nicht so wirklich durchdacht. In die Luft. Ja, ich habe gerade überlegt, ob ich mal schießen soll. Aber das könnte natürlich auch. Ach, was soll's. Der muss ja jetzt mal zu uns kommen, der Serge. Ich schieß mal zweimal in die Luft. Oh. Ja, jetzt weiß sie, dass wir da sind. Die Guard kommt gleich auch. Ja, dann hat sie Angst. Das ist doch gut. Nein, dann haut sie noch weiter. Ist sie schon eingeschüchtert? Ich habe Intellekt minus eins, ich darf so eine Aktion durchführen. Ja. Oh, Junge. Ja, also Serge wird dann die Schüsse draußen auf der Straße auf jeden Fall hören. Oh. Ups. Kann ich auch die Richtung dann ausmachen? Vermutlich. Du bist ja in diesem Haus drin, das heißt, du hörst halt im Haus draußen auf der Straße wird geschossen. Oh, ich beeile mich auf jeden Fall beim Rausgehen. Irgendwann. Ja. Kommst dann auch in diese Straße, wo jetzt ein bisschen Panik ist, weil jemand hat geschossen. Leute laufen panisch in verschiedene Richtungen. Und ich hebe so einmal meine Hand, damit ich, um ein Zeichen zu geben, dass wir da sind, bei dem Haus.
Bemerke ich das ausreichend gut, während ich mich umschaue? Ich denke schon, ja. Ist dann doch sehr auffällig, wie der da rumtanzt. Der Einzige, der irgendwie nicht versucht, irgendwo hinzulaufen. Der Einzige, der irgendwo wegläuft, genau. Okay, den erkenne ich doch, den Cowboy-Hutträger da. Was du auch sehen kannst, ist aber dann irgendwie, es macht so ein leichtes, knatterndes Geräusch. Und wenn du nach oben schaust, jetzt siehst du, wie so ein Vogel irgendwie aus Metall über euch kreist. Mit so einem roten Kameraauge, also so einem kameraartigen Ding. Ein sogenannter Watcher, die Gilde halt einsetzt, um halt bestimmte Distrikte irgendwie auszuspionieren. Das heißt, er könnte auch nicht auf unserer Seite sein. Könnte. Er wird im Haus stehen geblieben sein. Aber ich weiß nicht, ob sie diesen Vogel hört dann, wenn sie drin steht. Also wird so halb im Flur stehen noch. Nicht mit rausgegangen sein. Darf eine Tür stehen. Hört sie den? Hören wir dann den Vogel auch? Also der Kreis halt gerade so über Balthasar mehr oder weniger, weil der hat ja nie das geschossen. Also ich würde auf jeden Fall auf den Vogel zeigen. Dass Balthasar den auf jeden Fall auch bemerkt. Schieß ihn ab! Dann, Ey. Schieß ihn ab, genau. Und die Beine in die Hand nehmen, um zu ihm zu kommen. Ja, Ava wird dann in ihre Tasche greifen und so ein Gilden, quasi so ein Gürtelbanner mit dem Gildenwappen drauf rausholen, das mal aufrollen und gucken, dass sie demonstrativ in die Kamera halten, von wegen, es passt schon, wir sind hier von der Gilde unterwegs, so versuchen und irgendwie da. Der kreist noch zweimal und verfindet dann irgendwie zwischen hinter den Häusern. Gut. Dann steckt das wieder weg. Jetzt hat Serge halt auch, beziehungsweise Walter es auch definitiv gesehen, ich weiß nicht, ob er das überhört hat, dass, die Hennings definitiv jetzt, ist klar, dass sie Gildenmitglied ist. Gern geschehen. Dafür habe ich was gut bei dir. Walter zündet sich erstmal eine Zigarre an. Kannst froh sein, dass ich dabei war, Junge. Ist doch alles gut gegangen. Ne? Ja, gesagt, gern geschehen, dafür habe ich einen gut bei dir. Kommt er? Also, Serge. Ja, also ich habe die Beine in die Hand genommen, um möglichst schnell da zu euch zu kommen, in der Hoffnung, dass ich da nicht irgendwo auf dem Schneematsch ausrutsche. Und wird dann, gehe ich mal davon aus, auch ankommen. Außer Koali sagt da jetzt vielleicht noch was. Ja, also dann, wenn ihr dann zu dritt in dieses Haus eintretet, kann Serge das halt auch sehen, diese Bahnen von Stoffen, die da irgendwie runterhängen. Ja. Und diese Gestalten, die dahinter irgendwie zu stehen scheinen. Wie sind die gespannt? Sind das so, dass man quasi so wirklich Wäschelein ist und quasi machen? Stell dir so ein Labyrinth aus Stoffbahnen vor, die da irgendwas hängt. Das hätte ich gesagt, mache ich den Großen noch einmal so und schneide sie runter. Ja, beziehungsweise mit links. Kannst du versuchen, eins nach dem anderen abzuschneiden. Ja. Platz zwei auf einmal, je nachdem, wie die halt in der und so festgeknotet sind. Ja, wenn du den ersten abgeschnitten hast, siehst du halt dann, wie hinter dem einen tragenden Wand, die halt so diesen Riss hat, irgendwie eine Gestalt nach vorne tritt und so ein macht. Okay, das lassen wir wahrscheinlich. Ein Mann mittleren Alters mit einem großen Zylinder hat so, der lehnt sich so an diese kaputte Wand, hat so den Kopf so ein bisschen so schief gesetzt und macht so eine Hand so an seinen Zylinder oben, hebt so kurz den Huch. Hallo! Meint er mit so einem leicht irischen Akzent. Und dann, man sieht deutlich, dass er die eine Hand auch noch so hinter dem Rücken hat. Und an der Seite hängt so ein Rest von einer, die Mündung von einer ganz dickläufigen Pistole, die unten noch so eine Klinge dran geschraubt hat. Irgendwie hängt so, lugt so hinter dem Rücken hervor. Und das Gesicht erkennt Ava auf jeden Fall von etlichen Steckbriefen.
Das ist der Red Chapel Killer Seamus persönlich, der ja, der gesuchteste Mörder von Malifaux mit hunderten von Morden, die auf sein Konto gehen. Und 5000 Scrip Bounty auf seinem Kopf hat. Hier, man sieht, wie Ava definitiv sich anspannt und scharf die Luft einzieht. Also er sagt dann irgendwie, es scheint, als ob ihr in eine ziemlich schlechte Situation hineingelaufen wärt. Nicht wahr, Mädels? Und diese Gestalten hinter den anderen Stoffbahnen bewegen sich so ein bisschen. Und es gibt so ein leichtes Ja, nett. Scheiße. Man hört einfach auch so leise Scheiße fluchen. Ja. Okay. Gut, dass wenn doch jetzt nur jemand so magische Gegenstände gefunden hätte eben, ne? Ich weiß, was du meinst. Und jetzt bestimmt also, praktisch. Gut. Nun, wir suchen eigentlich nur jemanden. Ist das so? Aber ja. Die gute Mindy, ja, wir wollten mit ihr ein paar Worte wechseln, aber sie hat leider die Flucht ergriffen. Naja. Was wollt ihr denn von Mindy? Geschäfte. Und für Geschäfte muss man Frauen in verlassene Häuser verfolgen. Manchmal. Und in die Luft schießen. Tja. Schlechte Argumentation. Erkennt Serge, dass das auch der Seamus ist? Das hast du auf jeden Fall schon mal auf einem Steckbrief gesehen, ja. Den habe ich schon mal auf einem Steckbrief gesehen, okay. Alter war dann wahrscheinlich auch, ne? Ja. Also zumindest, wenn du angekommen bist an der Trainstation bei Malifaux, da hängen überall diese Dinger aus, ja. Mhm. Okay. Okay, dann würde ich so außer Atem so da ja ankommen und das dann auch mitbekommen. Und so, hi, Sir. Ich glaube, wir sind hier gerade, ich bin irgendwie falsch abgebogen. Und bewege mich ganz sachte mal zurück und deute den anderen mir zu folgen. Du gehst aus dem Haus so rückwärts, oder wie? Ja, so als wäre ich fast, also ich versuche so zu tun, als wäre ich gar nicht erst reingelaufen. komm, mit. Ja, okay, ich heb so meinen Hut an und sage guten Abend und gehe so auch rückwärts mit wieder raus. Und Sie? Wollten Sie noch ein bisschen hier bleiben? Nee, geht schon, danke. Ich glaube, wir haben uns im Haus vertan. Er verzieht so ein bisschen mit einem Grinsen so das Gesicht. Ach, wie schade. Dabei sind sie so eine Hübsche. Naja, er hat halt kurze Haare. Also hübsch ist er eigentlich nicht. Ja, gut. Nichts, was man mit einer Perücke nicht beheben könnte. Sie wirft ihm einen extrem bösen Blick zu. Kenne ich jetzt leider nicht, aber ja, so ein geht dann halt rückwärts, aber auch guckt halt, dass sie nicht Stoff hat und wird das. Gott. Ich versuche dann so flüsternd eine Erfahrung zu bringen. Ist sie hier rein? Ist die Mindy hier rein? Ich würde ein paar Schritte vom Haus weggehen und quasi dann so ein Scheiße, ich habe die Kamera weggeweht. Fuck. Fuck. Die ist auch jetzt nicht mehr in Reichweite, diese Kamera, ne? Die ist abgedöst. Ist weggeflogen, ja. Verdammt. Ja, habt ihr die? Also es ist an Anführungsstrichen eine Kamera, es ist halt irgendwie so ein magisches Übertragungsding, aber ja. Ja, das Überwachungsgerät halt. Ja. Der Gerät. Habt ihr die Frau da reinrennen sehen? Leider ja. Die arbeiten zusammen. Ich habe hier was gefunden. Die kennen sich.
Ja, lass doch mal woanders das besprechen, nicht hier mitten auf der Straße. Gute Idee. Zurück zum Laden, da sind ja auch noch ein paar Guards, die könnten wir mitnehmen. Bessere Idee. Wenn sie noch. Dann könnt ihr zurück zum Laden kehren, und Wenn wir wiederkommen, dann ist er gar nicht mehr da, Leute. Ja, ich glaube auch. So ein Scheiß. Ist das nicht etwas, wo man jetzt, ich meine, ich habe gehört, der ist der meistgesuchte Verbrecher hier. Sollen wir den jetzt einfach wegkommen lassen? Ich könnte noch zweimal in die Luft schießen, dann kommt dieses Ding wieder angeflogen und das hat doch bestimmt Bomben oder sowas dabei und kann dieses Haus einfach mal dem Erdboden gleich machen. Die Watcher haben Nee, keine Bewaffnung. die haben nichts. Die sind nicht bewaffnet, die Viecher. Ach Sind Gott. einfach nur nervig manchmal. Also, das heißt für die Bevölkerung nervig. Ich finde sie ganz Also sie praktisch, aber. könnten Dinge rufen, die bewaffnet sind. Also Balthasar hat also, als er angekommen ist, innerhalb von von der Train Station zum Beispiel so riesige metallene Roboter gesehen mit so Geschützarmen. Ich weiß nicht, ob ihr den alten Robocop-Film kennt mit mit diesen Dreadnoughts, die da oder die alten StarQuest-Figuren hattet oder so. Ja, nice. Nee. Solche Viecher gibt es da auch, so Steampunk-Roboter, die halt so Waffenarme haben und auf so zwei Beinen laufen. Praktisch. Wir sorgen dafür, dass er nicht aus dem Haus rauskommen kann und warten, bis die Verstärkung eintrifft. Wie willst du das tun? Wir wissen, der hat halt den einen Eingang, aber wer weiß, wie viele Ausgänge das Ding hat. Das ist total zerfallen, du kannst an jeder Ecke raus. Ich weiß nicht, wir müssen das mal noch. Ich würde nach vorne wieder. Dann wollen wir vorne mal die Guards gucken, ob da noch Guards sind. Vom Vorne Haus. sind Auf keine dem. Guards, ne. Achso, stimmt, das sind keine Guards. Nee, wir sind ja auch noch ein Stück weiter gegangen. Die waren ja woanders. Naja, vermutlich würde der jetzt nicht mehr so lange in dem Raum bleiben, nachdem er ja quasi erkannt worden ist. Ich denke mal, wir könnten uns da jetzt nochmal reinbewegen, in der Hoffnung, dass er seine Damen da mitgenommen hat. Und so mit Sicherheitsabstand versuchen, hinterherzulaufen. Können wir tun. Und dann? Kann man um das Haus rumlaufen auch? Oder ist das so wie so ein Das Reihenhaus? ist so ein Reihenhausblock. Ja, mehr damit. Du kannst schon drum rumlaufen. Das ist so eine kleine Seitengasse. Muss sich so ein bisschen durchzwängen, weil da ziemlich viel Gerümpel drin rumsteht. Aber könntest dann drum rumlaufen, ja. Ja. Ja, wir kreisen ihn ein. Das ist bestimmt eine richtig gute Idee. Ja. Nicht, dass der Straßen benutzt, um Nein, ich auch von nicht. zwischen den Häusern hin und her zu reisen. Der sah jetzt nicht so unauffällig aus. Hast du Der das und hat auch ja sehr seine Wumme elegant, gesehen. war sehr elegant angezogen. Ja. Ja, dann zurück. Ich weiß nicht, wo Ja. wir jetzt sind. Ja. Und die Augen offen halten, wenn wir irgendwo einen Guardsman sehen, würde ich den halt irgendwie noch mehr kaschen, aber. Ist gerade niemand Hat zu niemand sehen. da, ne? Ach, verdammt. Der olle Aber Vogel ist auch. Serge hatte ja, wenn ihr zurück zum Laden gekehrt seid, ja euch nur noch was zu erzählen, dass ihr noch nicht wisst. Genau. Also nicht nur, dass die beiden zusammenarbeiten, der Seamus und die Mini, sondern die Mini hat auch einen Auftrag bekommen, der sehr gut bezahlt worden ist, um diese Hüte nicht nur herzustellen, sondern auch zu verzaubern. Ich habe so ganz viel magisches Mambo Jumbo. Und Hält mir das weg damit. damit, also das war da quasi, dass da ja diese Schneemänner belebt worden sind. Und der Auftraggeber ist ein gewisser Edwin Perry. Ja, das sagt Sagt er noch Ava etwas, denn der ist ein was? bekannter Mensch in der Gilde. Gerade mal gucken. Wo habe ich den Edwin Perry Lieber hier? zieht wieder ziemlich scharf die Luft ein. So ein Uff. Was, weißt du, was das für ein Zauber war? Der ist da quasi der Supervisor der Gilde, also eine Abteilung der Gilde für Verzauberungen. Und was Ava weiß, ist, dass der sich um einen höheren Posten beworben hat vor kurzem. Und zwar den Posten, also das heißt vor kurzem, vor einem Jahr oder so. Und diesen Posten hat er nicht gekriegt.
sondern den hat Susan bekommen. Ey, wer soll ich so wirklich ein schlechtes Video hat? Oh, okay. Langsam wird ein Schuh draus. Also ey, wer erzählt euch quasi das, was Koali gerade gesagt hat, dass eben dieser Edwin, der mag unsere Werte Miss Corin überhaupt nicht. Und der wäre halt auch der Next in Line, wenn die halt irgendwie geschasst ja. wird wegen irgendwas, dann würde er aufsteigen. Ja, genau das. Er ist Werte Miss Corin hat ihm seine Beförderung weggeschnappt und wenn sie nicht ist, das wäre er der Nächste. Also ja, so ein bisschen politisches Hickhack. Aha. Und der missbraucht dafür einfach Weihnachten. Das ist nicht okay. Und vor allen Dingen auch eine schöne Feier, frei nach dem Motto, wie ist schon, vielleicht war er auch für diesen Pumpkin-Angriff damals verantwortlich. Und da habe ich allerdings, sag ich ja, Pumpkin. Die ganzen schönen Feiertage macht er uns zunichte. Das geht so solange nicht. Solange wir ihn nicht cashen und naja. Gut. Gut, dann wissen wir jetzt, wie und warum. Wollen wir dann unsere Werte, die Werte Miss Corin aufsuchen? Oder wollen wir den Werten Herrn Perry aufsuchen? Oder dem Seamus nochmal kurz hinterher gucken? Können wir auch tun. Wo wir gerade in der Gegend sind. Was sagte sie, wofür wir unsere Bezahlung kriegen? Wenn wir Dinge rausfinden oder wenn wir ihr den Kopf bringen von dem, der dafür verantwortlich ist? Ich finde, wir müssen auf jeden Fall Weihnachten retten. Ja, also den Kopf und ich meine, Shame, es ist ja ein netter Bonus, wenn wir Informationen zu ihm noch kriegen. Und die gute Mindy ist ja schon mal ein Anhaltspunkt für die Gilde. Mhm. Also, auf zu, oh Gott, wo wohnt er jetzt noch? Ja, zu Perry. Siehst du? Übrigens noch ein kleiner ja, Info. Diese Geschäftsbeziehung von Seamus und Mindy ist nicht nur eine Geschäftsbeziehung. Die Mindy hat da auch ein gewisses romantisches Interesse dran. Und das scheint nicht so gut zu sein für die gute Mindy. Hm. Tja. Böse Männer haben schon immer die Frauen angezogen. Gut. Ja. Aber ich kann ihn ändern. Genau. Nur das. Ja, er kann sie aber auch ziemlich ändern. Also veruntoten. Ja. So, berauschende Aussichten. Also wir wollen jetzt zu dem Edwin. Ist das richtig? Nehme ich das? Ja, nur weiß ich richtig. Gerade nicht, wo der wohnt. Das heißt, wir müssten, also Seamus, Hauptquartier. Das kann man ja relativ einfach herausfinden. Wo der ja. Wohnt. Das ist ein offizieller Gilden. Offizieller, das heißt, ja. Ja. Genau. Ja, das ist, ich würde das aber im Hauptquartier dann entsprechend erfragen wollen. Also Seamus, Hauptquartier, Edwin. Seid ihr da? Oder sonst noch was? War das die Reihenfolge? Ja. Bin ich dafür? Ja. Dabei. Also wenn ihr nochmal zurückkehrt zu dem Haus und versucht, Spuren von Seamus zu finden. Alles. Die Tücher können wir, hängen können wir abkürzen, da wird nichts mehr zu finden sein. Mhm. Ah, bis auf die Tücher, die wahrscheinlich da noch hängen, ne? Die Tücher hängen noch da, ja, aber also die Gestalten sind auch alle weg. Ja. Und ja, nichts deutet mehr darauf hin, dass hier der Mad Hatter mal gewesen ist. Also der Red Shepherd. Wir haben so viel Geld einfach flöten lassen gerade, Leute, ja, durch diesen Rückwärts-Rausgeh-Move. Ich werde doch nicht gegen alleine gegen den gekämpft. Hast du die Wurme gesehen? Ja. Ja. Und das ist ja immer noch angeschlagen. Gut, also dann auf zum Hauptquartier. Okay. Auf. Du führst. Ja, dann würde ich mit die Jungs zum Hauptquartier führen. Und ihr habt jetzt entweder die Möglichkeit, entweder ihr lasst es von den offiziellen Weg gehen, oder ihr kümmert euch selber um den Perry. Müsst ihr jetzt entscheiden. Naja, offensichtlich ist ja der offizielle Weg nicht so erfolgreich. Sonst hätte der das jetzt nicht schon zum zweiten Mal hinbekommen. Ich bin dafür, dass wir das selber in die Hand nehmen. Jo. Also wenn die Susan uns nochmal über den Weg läuft, der vielleicht das anbieten, wenn sie noch da ist.
Die läuft dann nicht rum, die ist ja zurückgekehrt irgendwie zum Hauptquartier. Ja, wir werden ja auch, also ich weiß nicht, kriegen wir das im Hauptquartier nur raus, wo der Edwin wohnt, wo der Perry wohnt, oder kriegen wir das auch woanders raus? Ja, das kriegt ihr durch gezieltes Nachfragen bei den, beim Hauptquartier schon raus, aber das ist halt riesig, das Ding, ne? Das ist halt ein großes Kasernentrakt-Ding. Ja, klar. Also da kann man sich jetzt nicht einfach so über den Weg laufen. Okay. Ich schlage vor, wir packen den ein und bringen den dann zu Susan und dann mit den Beweisunterlagen und dann ist die Sache doch bestimmt geritzt. Genau. Ja. Also ihr kriegt die Adresse von dem Kerl. Mhm. Jetzt muss ich gerade schauen, wo ist das Kapitel dafür? Den Hatter hattet ihr? Da. Okay. Ja, wie wollt ihr das angehen? Wollt ihr einfach irgendwie das Haus von dem stürmen oder wollt ihr warten, bis der irgendwie auf die Straße raustritt und ihm irgendwo auflauern? Oder wie, was wollt ihr machen? Könnt ihr ihn auch auf der Arbeit konfrontieren? Also warten, dass er im Gildenhauptquartier, dass er ihn da konfrontiert, dann hättet ihr direkt Unterstützung eventuell oder eher. Nachdem, wie eure Argumentation aussieht. Ja, das ist nämlich auch, könnte auch problematisch ausgehen dann, ne? Ja. Also ich finde die Idee auch ganz gut, dass wir eben irgendwie bei einem Termin auflauern, den wir bestimmt rausfinden können über seine Hilfskraft, die da die Termine verwaltet oder so. Und dann vielleicht einen aussuchen, im Idealfall, der irgendwie nicht so hart bewacht ist oder wo er leicht abzugreifen ist, wo wir ihm auflauern können. Weil ich glaube nicht, dass Serge und Balthasar da so in der Gildenstation rumeiern dürfen. Nee. Aber wir wissen doch, wo der wohnt. Wollen wir nicht einfach nachts bei dem rein und sagen, ich wär's. Ja. Hände hoch. Auch eine Idee. Welche Uhrzeit haben wir denn gerade so in Time, wenn ich mal das mal nachfragen darf? Weil da haben wir jetzt Nachmittag. Später Nachmittag, okay, das heißt, da ist nur noch Zeit. Ja. Schon, ja. Können wir ihn zu Hause cachen? Ja. Im Quartier wird es schwieriger, denke ich. Ja, wenn ihr zu Hause bei ihm angekommen seid, ich blicke immer noch ein bisschen mit auf die Uhr, um das ein bisschen abzukürzen, findet auf jeden Fall zumindest Serge irgendwie einen Weg, da irgendwie geheim irgendwie reinzukommen. Sich durch ein hinteres Fenster durchzusneaken oder so und dann die Tür für euch aufzumachen oder so. Ja, das Haus ist relativ ruhig irgendwie. Ist halt irgendwie schon eine etwas feinere Gegend. Das heißt auch ein relativ großes Haus. Und wenn ihr euch dann ein bisschen in dem ersten Etage, das ist zweistöckig, wenn ihr euch in der ersten Etage ein bisschen umschaut, entdeckt ihr auf jeden Fall auch ein dickes Buch mit Verzauberungen drin. Mhm. Und zwar ist das ein Buch, was eigentlich dem Cult of December gehört. Und vielleicht hat Ava da mal so ein Memo oder sowas bekommen für die Guild Guards, weil das ist nämlich vor kurzem aus dem aus der Bibliothek der Gilde, also aus diesem Asservatenkammer quasi gestohlen worden. Oder ist verschwunden. Mhm. Und dieses Buch findest du hier, da gibt es etliche Spells für euch drin, wenn einer das irgendwie einstecken will, um die zu lernen, da könntet ihr halt noch summon, gammon halt auch, das habt ihr ja schon. Aber dann gibt es halt auch einen Ice Blast oder solche Sachen mit Eismagie quasi steht da drin. Wird sich das jemand, also gefragt, streckt jemand von euch beiden die Hand danach aus, um das einzustecken? Ich nehme das mal an mich, ich habe da noch schon. Nein, nee, vergiss es. Das geht zurück an die Gilde. Das ist, außerdem ist das, her damit. Das ist ein Beweisstück. Du kannst. Tut mir leider leid. Also eigentlich tut es mir nicht leid, aber her damit. Okay. Also wenn du dir was rausschreiben willst, ich sehe nichts. Aber das Buch, das so original kommt mit, aber eigentlich solltest du dir auch nichts da rausschreiben. Und lass dich nicht von anderen Gildenmitgliedern erwischen. Vor allen Dingen nicht von den
Hexenjägern, wenn du magisch begabt bist. Nur so als kleiner Tipp. Ava nimmt das Buch, schlägt das ein und steckt das in ihre Tasche. Ja, wenn du das anfasst, merkst du, dass das so ein leichtes, das Gefühl, ja, so ein kaltes Ding anzufassen. Ja, ich würde das tatsächlich eher kurz eigentlich mit Tüchern nur anpacken, weil mir ist es absolut nicht geheuer. Einschlagen und in die Tasche stecken. Gut, hier ist ja, er ja offensichtlich. Aus dem ersten Stock hört ihr dann irgendwann so ein Schnarchgeräusch. Oh. Super. Wollen wir? Hat der gute Herr Perry vielleicht noch einen Mitbewohner? Hat er eine Frau? Eine Frau? Nee. Ein Hund? Hunde schnarchen nicht so. Obwohl, doch, manche schon. So ein Kalb ist, dann schnarchen die. Wenn ihr euch nach oben sneakt, führt euch der Weg zuerst in so eine Art Schreibstube, wo ihr so einen Plan von dem Plaza findet und so strategische Punkte markiert sind. Und so eine Dartscheibe mit dem gemalten Gesicht von der Susan und mit einigen Dartpfeilen da drin. Ja. Der arme Mann, der ist ein bisschen gestört. Ganz kleines bisschen. Ich würde mal einen Dart werfen wollen und gucken, ob ich die Mitte treffe. Ja, soll dir gelingen. Du als Gunfighter wirst ja garantiert die Mitte treffen. Ja. Okay, Ava wird ich nick euch so zu. Ava wird den Plan auch einschlagen und in die Tasche stecken. Und jetzt wecken wir den guten Herrn? Oder wenn er dann, ich weiß nicht, um die Uhrzeit, ja, recht früh. Was ihr auch noch findet als Unterlage, ist ein Vertrag, den er aufgesetzt hat mit Seamus über die geplante Ermordung von Susan, allerdings nicht unterschrieben von Seamus. Also nur von ihm. Okay. Der Typ hat ein Problem, ey. Uiuiui. Ja, also den Vertrag hat er nur aufgesetzt und noch ist er nicht abgesegnet von Seamus' Seite. Aber also er hat ihn unterschrieben von Seamus. Also von daher, Die Frage, ob er schon mit Seamus raus war oder nicht. Nett. Also eigentlich haben wir genug, um zu Susan auch zu gehen, ohne... Ja, ich überlege... Also. Ja, nicht, dass er aufwacht. Ich überlege nur... Vielleicht sollten wir... Also ich würde mir jetzt ungern mit so einem potenziell Supervisor-Verzauberungsgildenmitglied anlegen wollen. Mhm. Molokan schreibt gerade, dass das Bild mit dem Dartscheibe wird wohl in vielen Wohnungen zu finden sein. Ich glaube auch, ja. Ja, bestimmt. Ja. Ich nehme mir die Dartscheibe vielleicht auch mit, mal schauen. Hier wird bald ein Haus frei, vielleicht ist das dann der Balthasars. Ey, lass doch jetzt was machen, wo wir schon hier sind. Wir können doch sein Bett anzünden oder sowas. Ich bin gerade ehrlich am Überlegen, ob wir ihn nicht... Er will mit Seamus Kontakt aufnehmen. Er hat eine Kontaktmöglichkeit, dass wir diesen Brief hier lassen. Also vom Datum her ist das datiert auf ein früheres. Okay, also das war also schon mit dem in Kontakt. Ja. Ist die Frage, ob er nochmal mit ihm Kontaktaufnahme versucht. Wenn er es einmal geschafft hat. Ich finde, das ist ein guter Vorschlag, den wir der Susan unterbreiten können. Ja, aber dafür sollten wir den Naja, sie können ihn so oder so als Lockvogel benutzen für Seamus, ob wir ihn jetzt ausliefern oder nicht. Er wird das Ganze dann halt nur nicht mehr freiwillig tun. Wenn wir ihn nicht ausliefern, haben sie natürlich eine bessere Möglichkeit, ihn auch zu beschatten und so, ne? Ja, das ist gerade die Zwickmühle. Ich habe noch eine Idee. Wir könnten auch einfach so tun, als würden wir die Susan auch nicht mögen. Und ihm quasi unsere Hilfe anbieten. Und Seamus schickt uns oder so. Wir haben ihn vorhin getroffen.
Und dann? Also, wenn du da eine Idee hast, ich werde mich da nur im Hintergrund halten, weil er kennt wahrscheinlich mein Gesicht, auch wenn es hunderte von uns gibt. So. Also bei euch beiden funktioniert das, bei mir nicht. Also, wenn wir da getrennte Sachen drehen wollen, ihr bleibt hier, ich gehe zu Susan. Wenn wir den Plan mitnehmen, ist es eh klar, dass jemand hier war. Ja, wer weiß denn nicht, wer. Also ich würde ungern ohne deinen großartigen Schutz hier den guten Mann konfrontieren. Also. Na ja, gut, ich kram Tuch. Ja, hast du ein Tuch? Ja, ich habe einen Schal. Den kannst du ja, mein Schal. Ja, ich habe auch, jetzt möchte ich einen Schal vors Gesicht ziehen. Ja. So wird es vielleicht noch gehen. Weil dann wirken wir direkt viel vertrauenswürdiger. Das ist eine gute Idee. Wenn ihr dann durch die nächste Tür lugt, seht ihr auch so einen Stuhl, über dem so eine Klamotte gehängt ist. Irgendwie, was ja dieses feine December-Cult-Outfit ist. Das heißt, er war das, der da in der Seitengasse gestanden hat. Gut. Und er schläft in seinem Bett. Genau, der schläft. Ja. Bitte sehr, die Herren. Ein großer Zylinder auf dem Nachttisch. Ansonsten ist der Raum, das ist ein Schrank, aber der ist halt zu. Und so eine Klamottentruhe vor dem Bett. Und ein Nachttisch, auf dem halt dieser dicke Zylinder hängt. Er hat die Decke so ein bisschen beiseite und hat halt so ein ganz quietschbuntes Nachthemd an. Der Nachttopf unterm Bett kann man noch sehen. Der lebt aber auch gefährlich, der Typ. Also ich sag mal, viel Heimlichkeitsskill hat er nicht. Wahrscheinlich. Ja. bei seinem Rang und seinen Fälligkeiten. Ich würde auch, was wir noch machen können, ist ihn überwältigen. Ich hätte da nämlich eine Peitsche, mit der kann man wunderbar Leute fesseln. Ich habe 15 Meter Seil an der Frau. Warum trägst du 15 Meter Seil mit dir rum? Weil man immer irgendjemand. Das ist aufgerollt, das geht auch. Weil man immer irgendjemand fesselt. Jeder Abenteurer braucht 15 Meter Seil. Eben. Hey. Ich habe meine Multifunktionspeitsche, kannst alles mitmachen. Und dann könnten wir den quasi fesseln, also erstmal überwältigen, dann fesseln und dann hoffentlich, ohne dass er irgendwie dazu kommt, zu zaubern, dann der Corin übergeben. Knebeln und fesseln. Alles, oder genau. Wir nehmen, ganz vorsichtig, nehmen wir sein Bett und tragen ihn auf dem Bett ins Hauptquartier und übergeben ihn dann. Wir können ihn für die Bettdecke wickeln. Hoffentlich hat er einen leichten Schlag, also keinen leichten Schlag. Ja, das ist auch eine Idee. Da müssen wir ihn auf jeden Fall nicht wecken für. Ja, ja das dachte ich mir, das ist der Vorteil. Wie liegt der denn da? So seitlich irgendwie auf dem Rücken? Genau, so seitlich, halt die Decke so halb um sich geschlungen und halt so zwischen den Beinen geklemmt und so ein bisschen. Total niedlich, ja. So ein süßer Anblick. Ist auch ein etwas älterer, dicklicherer Mann. Ja. Und wie gesagt, ja, wir fesseln ihn jetzt. Dieses quietschbunte weihnachtliche Nachthemd. Gut, dann einwickeln. Genau, fesseln. Ich würde sagen, wir sind ja zu dritt. Einer von uns knebelt und die anderen beiden fesseln die Gliedmaßen. Alles gleichzeitig, damit er auch ja nicht zum Zug kommt. Gut, ich kann in die Hand auf den Rücken drehen, Arm auf den Rücken drehen wollen. So in die gut. Packen und Kopfkissen drücken. Wo? Quasi einen Nahkampfangriff. Ja, nicht ersticken, aber halt irgendwie an den rangehen. Ich bin ja recht muskulös. Ich weiß nicht, wie muskulös die anderen beiden Kerle sind. Also eher so Schlachse. Eher so Schlachse, ja. Eher so ein Lauch hier. Ja. Überhaupt nicht, ja. Also ich fessel mich noch ans Bett während Erstellungssession, wie lauchig ihr alle drauf wart, außer dir. Stimmt. Ja, stimmt. Ja. Ja, dann würde ich die Beine fesseln mit der Peitsche und dann können wir ihn überwältigen.
Also auch, um das auch mal ein bisschen schneller abzukürzen. Ich weiß, das ist ein bisschen gerusht jetzt, aber mit Blick auf die Uhr ist es, also wenn ihr da zu dritt sein Bett umstellt und ihn da überwältigt, da kann er nicht viel machen gegen. Mhm. Und der hat auch überhaupt nicht damit gerechnet, dass ihn da irgendwie jemand in seinem eigenen Haus überfällt. Von daher soll euch das gelingen. Und ihr könnt ihn auch vor Gericht stellen mit den ganzen Beweisen, die ihr gefunden habt. Mhm. Findet dann auch irgendwie aus den Befragungen, wird sich dann später herausstellen, dass er tatsächlich versucht hat, Seamus anzuheuern, um Susan zu töten. Aber Seamus meinte irgendwie, Susan wäre nicht sein Typ. No. Und hat abgelehnt. Und hat dann lediglich zugestimmt, ein Ablenkungsmanöver zu machen. Für ihn und genau. Mit dem Cult of December hat er auch nichts wirklich zu tun, außer dass er die Sachen halt geklaut hat und wollte denen das halt in die Schuhe schieben. Eider wird natürlich dann in dem Rahmen auch das Buch zurückgeben. Genau, und ansonsten wird er halt irgendwann in einem Schauprozess wirklich vor den Leuten halt auf so einem Podest halt wirklich von einem Witchling-Stalker, also einem einer kleinen kapuzierten Gestalt mit so roten glühenden Augen dann drin, und die man unter der Kapuze noch erkennen kann, die so ein Hexenschwert auf dem Rücken tragen, so ein leicht schartiges, altes, mit magischen Runen versehrtes Schwert. Das sind die Hexen und Magier in der Stadt jagen. Und die Anklage lautet halt irgendwie auf Hochverrat und unerlaubtes Benutzen von Magie. Und der Witchling-Stalker auf der Bühne wird den auf jeden Fall dann hinrichten vor allen Leuten. Ja. Und ihr habt auf jeden Fall bei der Gilde der Witchling-Stalker dann für etwaige zukünftige Abenteuer was gut, weil ihr habt ja einen Enchanter aufgedeckt in ihren Reihen. Ja, und dann seid ihr der ganzen Intrige auf die Spur gekommen und habt ein paar lustige Begegnungen gehabt. Ja. Genau. Ja, und dann sind wir damit für heute dann irgendwie mit der Story zumindest am Ende, auch wenn am Ende ein bisschen gerusht, aber gut, wir spielen das ja auch schon die ganze Zeit. Ja. 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 Oh, cool. Also es hat sehr viel Spaß gemacht, aber ich ärgere mich sehr, dass ich nicht so cool geschossen habe, wie ich es mir vorher gehofft habe. Du hast leider schlecht gezogen, ja. Ja, kannst du gar nicht so gut cheaten, wenn ich mal so fragen darf? Oder hast du dich einfach nicht getraut zu cheaten? Hat er nur zweimal geschossen, ne? Ja. Ich habe nur zweimal geschossen und das eine Mal war der schwarze Joker und das erste Mal wollte ich nicht. Ich hätte halt einen König gehabt, also das wäre gegangen, aber... Ja. Immerhin konnte ich noch in die Luft schießen, das ist doch gut, das war mein Character-Moment. Ich hatte mich für den heutigen Abend ein bisschen darauf verlassen, dass der Umbreon mitspielt, der wollte nämlich eigentlich auch mitmachen und hatte mir gedacht, so wenn der mitmacht, dann musst du dich in die Regeln gar nicht mehr so reinknien, im Zweifelsfalle weiß der das. Ja. Und jetzt, deswegen bin ich heute ein bisschen so, aber gut, es hat er dann doch irgendwie richtig gut funktioniert. Hat doch ganz gut funktioniert, ja. Es sind noch wesentliche andere Szenarien gedacht in diesem One-Shot, aber die haben wir alle ein bisschen gerusht und übersprungen und ihr seid auch nicht sofort auf die Idee gekommen, irgendwie die Überreste der Schneemänner zu untersuchen oder sowas. Ich hatte kurz gehadert, gesagt, gucken wir uns die noch an, aber irgendwie waren die Jungs dann schon, ich wollte da nicht schon wieder sagen, jetzt machen wir das oder das. Und dann ist auch vorgesehen, dass der Cult of December irgendwie noch auftritt und dann ihr noch eine Auseinandersetzung mit denen habt und das alles als One-Shot. Ja, also ich weiß ja nicht, One-Shot ist ja auch immer so oder so eine Sache, ne? Also One-Shot kann ja auch irgendwie heißen, dass man eine 6-Stunden-Abend, also so eine Wochenend-Session, Tischrunden-Ding spielt und dann ist das locker drin, dass du das so spielen kannst, ne? Mhm. Und jetzt so in 3 Stunden hier auf Twitch ist das halt eine andere Sache. Aber wir haben es ja irgendwie, die grobe Story haben wir ja durchgekriegt, also. Und Spuren für den Mad Hatter gefunden. Und wir haben ja eine gute halbe Stunde ganz am Anfang darauf auch noch verwendet, irgendwie den Leuten zu erklären, wie das Setting aussieht. Genau. Das darf man nicht vergessen. Ich fand auch, das Regelsystem habe ich jetzt auch gerade das erste Mal gespielt. Ich finde das richtig angenehm.
Mal mit den Karten statt Würfeln. Ja, also man müsste das eigentlich, wenn man es vernünftig, also richtig, so wie es gedacht ist, irgendwie als Tabletop wirklich spielen, irgendwie, weil vielleicht auf Roll20 dann irgendwie mit Token und so richtig, damit man auch die Abstände richtig hat und dann Deckung richtig irgendwie noch haben kann. Und dann auch irgendwie klarer wird, irgendwie wer von den Blasts getroffen wird und wer nicht und so, ne? Und da kann man halt ganz viel taktisch noch irgendwie überlegen. Aber so ist es halt irgendwie auch schon ganz witzig gewesen. Auch die, ich fand eure Gesichter auch ziemlich witzig, als die dann explodiert sind. Ja, so ein What the fuck Moment, aber es war gut. Das haben diese Gammons an sich, die explodieren halt immer, wenn sie sterben. Yep. Ja, das ist auch in dem Tabletop Phase irgendwann eine gute Sache gewesen, diese Dinger zu beschwören, halt in Massen vor den Gegner. Dann, wenn er sich nicht um die kümmert, so, die machen halt wenig Schaden, aber sind halt da und nerven. Und wenn er sie aus dem Weg räumt, dann explodieren sie. Ne? Oder wenn man halt diesen Counter drauf hat, dass sie nur 3 Runden halten, ne? Dann fliegen sie auch irgendwann in die Luft, wenn man sie nicht beachtet. Ja, und die gibt es halt in allen möglichen elementaren Varianten, irgendwie als Feuer, als Eis und ja. Ist ganz, ganz cool gemacht, ja. Ja, es, wie der Cult of December hätte auch irgendwie so ein Katzenvieh gehabt, irgendwie so eine dreiköpfige, monströse Katze, die sie irgendwie so mithaben. Irgendwie, ja, also es sind sehr viele Kämpfe vorgesehen eigentlich dafür, dass es eigentlich so ein Intrigenplot ist. Aber das zeigt halt auch ganz schön von der Hintergrundstory, dass in der Gilde halt auch nicht alles Gold ist, was glänzt. Und die sich durchaus das hat man gemerkt. Niederträchtigen gemerkt, Methoden bedienen. Mhm. Überhaupt nicht. Ja, und dass der Mad Hatter und Red Chapel Massenmörder nicht alle Mordaufträge annimmt. Ja, es hat mich echt geärgert, dass es dann der Mad Hatter da stand, dass ich diese Kamera weggeschickt habe. Das war echt ein Fuck. Aber kann man ja nicht ahnen, wer da drin steht, ne? Kann man nicht ahnen. Vielleicht aber coole Situation, dass man den trifft, ne? Ja, das war schon so ein okay. Naja, aber wir haben immerhin einen Link. Es ist die Frage, ob die gute Mindy nochmal auftaucht, aber das ist dann eine andere Vielleicht Geschichte. Vielleicht als Rotten Bell, so heißen diese Zombies. Ja. Also wenn der Seamus spitz kriegt, dass die eine Verbindung für die Gilde zu ihm ist, wird der die auf jeden Fall um die Ecke bringen, ja. Ist halt die Frage, wie gesprächig sie gegenüber ihm ist, ne? Wenn sie auf ihn steht, ist sie bald nicht mehr. So rosa-rote Brille, da schlägt sie dann zu. Shame ist es auch an dem Tabletop teilweise für so Teleportationssachen bekannt. Der hat so ein Totem, nennt sich das, also so einen kleinen Helfer. Der ist so ein kleiner Leprechaun, der überall rumläuft. Und die können halt im Tabletop die Positionen wechseln. Und dadurch kann der halt sich durch die Gegend teleportieren, mehr oder weniger. Oh, das zeigt halt so ein bisschen, dass er da irgendwie auch nicht wirklich gut cashbar ist. Ne? Mhm. Also schaut euch das mal an. Weird Games heißt die Firma, die das Ganze vertreibt. Und wenn ihr das googelt, Weird Games, dann kommt ihr auch auf auf ihre Homepage und da gibt es ganz, ganz viele Infos zur Hintergrundwelt und wenn ihr Tabletop-Freak seid, ich weiß, dass der Kakko auch schon mal Malifaux gespielt hat, da gibt es auch sehr, sehr viele Fan-Unterstützungen von denen, so kostenlose Apps mit allen möglichen Spieldaten drin und sowas. Also wenn euch das irgendwie Spaß macht, irgendwie eine Einsteigerbox davon oder so kostet 50€, das ist auch nicht teuer. Also mir hat das früher mal Spaß gemacht. Ich habe zur ersten Edition das Ding gespielt. Inzwischen habe ich nicht mehr die Zeit, um Tabletop zu spielen. Aber falls ihr da irgendwie mal gibt's, die Figuren sehen auch sehr, sehr schön aus. Vielleicht schaut ihr euch das mal ein bisschen an. Und die Regelbücher gibt es leider nur auf Englisch. Aber auch da sehr, sehr guter Support. Und ich muss sagen, dass die sehr gut aufbereitet sind für, also die Abenteuerbücher auch. Also sehr übersichtlich und ich weiß ja, dass meine Spieler hier jetzt auch das Regelbuch mal gelesen, zumindest durchgeblättert haben. Also ich finde es relativ übersichtlich auch geschrieben und aufgemacht. Ja. Es hat eine manchmal sehr... Manchmal wären Hinweise, wo man was findet, schon ganz gut gewesen, ne? Aber wenn man es dann einmal durchstiegen hat, wie das System ist, ist es super. Es hat eine sehr, sehr interessante Charaktererstellungsding, was wir jetzt am Ende der Session halt noch machen könnten. Ob irgendwas, was in der Story vorgekommen ist, in eurem Fate vorkommt, in eurem Schicksal. Denn die Spielerinnen und Spieler haben bei der Charaktererstellung alle so eine Prophezeiung bekommen, so eine ganz kryptische, die während der Charaktererstellung sich generiert quasi. Und
ja, man schaut dann nach, ob irgendwas, was angespielt wird, irgendwie nach der Session dazu passt. Und wenn das irgendwie was passt, ist so eine Art Step zum Aufsteigen und zum Weiterkommen. Auch cool für Spielleiter, wenn sie dann keine vorgefertigten Abenteuer spielen wollen, dann kann man sich da an diesen Fates entlanghangeln und damit Plots bauen. Ja. Ich hätte tatsächlich was so grob passt, weil mein letztes Station Destiny and the Mage bends, Mage's Knee bends before your river. Also von wegen. Wie man immer mein River jetzt deutet, aber ne, Beweisflut und der Magier wird einen Kopf kürzer gemacht. Genau, ja, das passt schon passend, irgendwie. Ja. Ja, das ist irgendwie lustig. Also sind sie sehr lustig gerade. Ja. Seht ihr? Ein Teil deines Schicksals schon erfüllt. Nett. Nett. Ja, und was auch noch eine Besonderheit ist an dem System, also ihr seht ja hier Guard, Gunfighter und Criminal. Und die Spielerinnen und Spieler sind mit ihren Charakteren nicht darauf festgelegt, welche Klasse sie spielen. Das heißt, sie können vor jeder neuen Session wieder neu entscheiden, welcher Klasse sie sich anschließen. Ja, und deswegen war das eben auch so für Serge so ein bisschen interessant, weil der bei der Charaktererstellung der Official God schon so ein bisschen mit den Magiern geliebäugelt hatte, aber das passte dann irgendwie doch alles nicht so richtig, ne? Und jetzt hat der Serge halt irgendwie so Magie gefunden. Ne, im Abenteuer und könnte jetzt quasi beim nächsten Mal umswitchen auf einen Mage oder auf einen Enchanter oder so und könnte dann damit arbeiten. Also das lässt sich sehr, sehr cool machen dann auch, wenn man mehrere Sessions hintereinander spielt. Ja. Mhm. Cool. Ja. Habt ihr noch was zu sagen? Ja, weiß nicht, mal so. Der Adventskalender, was mir so noch einfällt, ist, geht ja weiter und ich bin tatsächlich am 10., am kommenden Donnerstag nochmal zu sehen, dann beim Rara-Saal, da geht's für mich in die City of Mist, also schaltet ein, wenn ihr Lust und Bock habt, mich nochmal zu sehen, dann in einer anderen Rolle. Bin gespannt, wie das wird, ganz anderes Setting, findet man auch online sehr viel Infos zu, wenn ihr euch vorab ein bisschen informieren wollt. Ja, so viel dazu, ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Ja, und ich würde mich nochmal bedanken fürs Leiten, dass ich dabei sein durfte. Es hat, finde ich, viel Spaß gemacht. Ich finde auch das System ziemlich cool. Jetzt hast du ja schon viel gelobt, das System, und das finde ich auch zu Recht. Ich finde, die Charaktererschaffung macht schon total viel Spaß und regt schon irgendwie die Kreativität an, und auch diese Kartenmechanik und so ist total cool. Und ja, schön, dass wir so ein Weihnachtsabenteuer gespielt haben. Das wusste ich gar nicht. Das war eine positive Überraschung. Ja, ich fand's sehr schön. Ja. Ja, auch von mir. Vielen Dank, Koali, dass ich auch dabei sein durfte. Und das, also ich fand's super, das System. Und auch die schöne Weihnachtsgeschichte. Und von mir auch. Einen schönen Abend an euch alle. Und ja, bleibt nett zueinander, bleibt weihnachtlich zueinander. Gerade in den aktuellen Zeiten ist das ja doch nochmal was immer mal im Gedanken bleiben darf. Ja. Wo findet man euch denn, wenn man euch irgendwie mal kontaktieren will? Irgendwie, vielleicht sieht er jetzt hier irgendwie einen Spielleiter zu, der irgendwie sagt so, ey, ich will das auch mal leiten, weil ich habe leider nicht die Zeit, jetzt um noch weitere Runden mit euch jetzt lange zu spielen, obwohl ich echt super gerne mit euch zusammen gespielt und gezockt habe. Wir hatten ja auch außer der Session 0, die wir gemacht haben, ja auch nochmal eine zweite Session einfach so zum Kennenlernen gemacht, und wir sind uns ja auch alle total sympathisch untereinander. Also falls ich irgendwann mal Plätze frei habe für eine Runde, ihr seid ja jetzt alle bei mir im Discord unterwegs, dann schaut da mal in die Gruppensuche rein. Dann können wir vielleicht nochmal zusammenkommen oder so. Das würde mich auf jeden Fall super freuen. Aber falls da draußen jetzt irgendeiner ist, der irgendwie sagt, so, ey, ich will ja Through the Breach leiten und ich suche Spieler und die sind doch super toll, dann, und wie kriegen die euch kontaktiert? Also wo findet man euch? Ja, mich findet man tatsächlich im Nerdpool unter Elanor. Und im Nerdpool Discord auch unter Elano, im Nerdpool Discord bin ich auch unter dem Nickname Elano unterwegs. Und beim Koali tatsächlich auch. Also über den Nerdpool und den Nerdpool Discord erreicht ihr mich. Das sind so die gängigen Wege bei mir. Ja. Also ich bin auf Twitter. Ich weiß es nicht genau. Ich glaube @LukeP, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber ich mache
Auch ein Pen-and-Paper-Podcast, der heißt Brooks Vermächtnis, und auf www.brooks-vermächtnis.de unter den Teammitgliedern, da findet ihr mich und könnt mich auch sehr gerne kontaktieren. Und vielleicht bei der Gelegenheit auch mal da reinhören. Das würde mich auch freuen. Gemutet. Wenn ihr das später auf YouTube schaut, ich verlinke euch auch den Podcast dann gerne unten drunter. Dann könnt ihr den auch finden. Der Official Gott hat nichts mit dem richtigen Gott zu tun. Das ist ja der offizielle Gott. Ganz hochoffiziell, ja, Tatsache ist, das sind die ersten vier Buchstaben von meinem Nachnamen. Ich dachte, da bietet sich sowas an. Mich findet man auch bei Twitter, auch unter @officialgott. Wer da irgendwie mal Bock auf einen Spieler hat, schreibt mich gern an. Ich mache das gerne hobbymäßig und bin sonst eher noch nicht so häufig jetzt bei Streams gewesen. Das war tatsächlich meine erste offizielle Streaming-Erfahrung. Danke, Koali. War es schlimm? Nee, ne? Es war hervorragend. Die Leute sagen immer, ich weiß nicht, ob das so toll ist, dann irgendwie so online spielen und so. Ne? Ich konnte mich sehr gut einfach auf die Geschichte fokussieren durch deine Erzählweise und so. Das war super. Vielen, vielen Dank. Ja, ging mir ähnlich. War wirklich super, mit dir zu spielen, Koali. Hat riesen Spaß gemacht. Ja, falls ihr mit der Eleanor spielen wollt, die sucht gerade Mitspieler. Falls ihr Engel spielen wollt, gibt es ja auch auf meinem YouTube-Kanal eine Runde zu gucken. Das Rollenspielsystem Engel. Die Gruppe von Eleanor vermisst einen Engel für ihre Schar. Und genau, wenn ihr Bock habt, Engel zu spielen, dann könnt ihr euch ja mal bei Eleanor melden. Also. Genau. Ja, konkret suchen wir einen Urieliten. Unserer ist leider entflogen. Nächster Spieltermin wäre tatsächlich schon kommenden Mittwoch, also recht knapp, aber können wir leider nicht ändern. Und dann Woche drauf, am 16., also 9. und 16.12. wären die nächsten Termine. Meldet euch bei mir. Ich habe das Ganze im Discord beim Nerdpool drin und auch im Nerdpool-Forum. Also darüber könnt ihr mich gerne kontaktieren. Und dann stelle ich euch den Kontakt zu unserem Meister her. Ja. Gut, ansonsten vielen, vielen Dank euch nochmal, dass ihr mitgespielt habt, und gute Besserung an den Umbreon, der ja leider erkrankt ist und heute nicht mitmachen konnte. Falls ihr nicht genug kriegen könnt vom Rollenspiel, der Nerdpool ist heute schon ein paar Mal gefallen, www.nerdpool-forum.de. Kann mein Bot das? Ja, kann er. Hier einmal kurz noch den Link einblenden, falls ihr da noch reinschauen wollt. Wir sind ein Teil des Adventskalenders vom Nerdpool. Das heißt, da gibt es, Eleanor hat es ja auch angesprochen, noch mehrere Türchen zu öffnen bis Weihnachten. Morgen ist schon das nächste. Ich schaue gerade mal nach, was es dann da zu gucken gibt, um ein bisschen zu spoilern. Jetzt könnt ihr ja kurz weghören, wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, was in den Türchen drin ist, aber ich denke mal, man kann das ja schnell mal, die Leute wollen ja immer was wissen, ne? Ist ja auch schon fast der nächste Tag, also. Genau. Ist ja nur noch eine halbe Stunde. Morgen gibt es eine Spielrunde, und zwar die Verbotenen Lande, auch ein Spielsystem, was mich noch gar nicht so richtig kenne, bei dem guten Zeitiger. Und wenn ihr da mehr wissen wollt, dann schaut ihr morgen auf den Nordpol-Seite, und dann gibt es ganz oben einen Banner. Und da könnt ihr draufklicken und dann seht ihr alle Informationen über, wie ihr zu seiner Runde kommt und so weiter. Gut, und bei mir auf dem Kanal geht es weiter am, ich glaube schon diese Woche gibt es eine Sonderfolge auf diesem Kanal von Vampire Blood and Sand. Am Donnerstag, nämlich am 10.12. um 20 Uhr, gibt es eine Sonderfolge nur mit Ronan und Scarlet. Ja. Also nur mit unserem guten Tremere und der La Sombra. Eine Sonderfolge kurz vor dem Elysium. Die wollten das unbedingt noch was ausdiskutieren, bevor wir in die nächste Folge gehen. Und deswegen mussten wir in einer Sondersession einspielen. Also falls ihr uns da zuhören möchtet und zuschauen möchtet, seid ihr gerne eingeladen. Ansonsten danke, dass ihr zugeguckt habt da drunten. Wenn ihr auf YouTube schaut, hinterlasst uns gerne einen Kommentar, wie ihr es fandet. Nette Grüße an die Spielerinnen und Spieler, die freuen sich. Ich leite alle Kommentare immer in meinem Forum weiter. Da können die Leute das dann auch alle schön gucken und mitkriegen, wenn ihr was kommentiert habt, und euch dann antworten, wenn sie denn möchten. Und
jeder Kommentar ist quasi unser Brot und Geld, motiviert zum Weitermachen und zum Weiterspielen. Denkt dran, wenn ihr was toll findet auf Twitch oder auf YouTube, kommentiert und sagt den Leuten, wie toll ihr das findet. Das ist ganz wichtig für Content-Creator. Gut, macht's gut, einen schönen Advent noch. Tschüss. 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 Tschüss.